That. Hallo. Herzlich willkommen, Strem. Wir haben es den 9.10.2020 bis 18 Uhr. 28, warum auch immer, was war das? Oder warum ist Bild da, aber kein Ton? Okay, das ist weird. Herzlich willkommen, ich bin heute alleine mit Rev und wir spielen nicht Minecraft, ich spiele heute Schnorrunner. Ich hab ein bisschen gefailt, ich habe jetzt den Minecraft gesagt. Aber nein, wir spielen Schnorrunner. Schneeläufer spielen wir hier. Schneeläufer kann man auch sagen, ja. Ah ja, und wenn zügig Reparatur der Schienen wird, die muss man manuell abladen. Oh, das wird toll. Ja, und in der Schiene braucht, glaube ich, 4 oder 5 Platz. Hm. Hallo Team. Ah, schön, dass du auch da bist. Der andere Team ist nicht da und Steven ist auch nicht da. Ja, ich verstehe schon, alles gut. Aber die müssen wir jetzt ja nicht reparieren, das mal. Ja. Ich hab heute 4 Minecraft gemacht. Ich muss das alles wiederholen, was ich jetzt schon gesagt hatte vorhin. 4 Minecraft selber gearbeitet. Ich habe den automatischen Neustart heute eingebastelt. Hier ein paar Sachen, die Jamie im Herzen hatte, gemacht. Jamie kam wieder mit neuen Ideen an. Und du musst sie umsetzen. Ja. Yep. Ich muss mal kurz die Küche nachfragen, falls ihr gerade zu mir zu passen. Oh ja, ich fahr jetzt aber da hier schon. Ich habe aber die Idee schon fast umgesetzt, die mir da gegeben hat, Leute. Das ist doch einfacher, als ich dachte. Ist trotzdem nervig. Aber cool für euch wahrscheinlich. Ich habe erstmal aus Pressbit gelegt. Was? Knie tut jetzt fett weh. Wie hast du das geschafft? Bist du gestolpert oder was, Boy? Oh, sehr rase Schiene kaputt. Yeah, you need to place some Schiene hier. Hast du eine Grube auf Arbeit gelaufen? Oh, Boy! Was mit mir? Nein, nicht du! Nicht du, Rev. Du hast irgendwas gesagt mit Rev, ne? Nee, Timmy hat sich fast auf die Fresse gelegt, oder hat sich auf die Fresse gelegt, weil er in eine Grube auf Arbeit gelaufen ist. Welcher Timmy? Der in der Autowerkstatt arbeitet. Oh. Ja, scheiße, im Laufen. wie geht's deinen Haaren? Wie soll es meinen Haaren gehen? What the fuck? Spaß? Wie geht's dir, Max? Meine Haare geht's gut. Ich habe meinen Bart rasiert. Ich habe nämlich morgen. Nee, morgen. Ich muss da mal wieder sein. Meinen Bart rasieren. Meine Haare shaven. Und duschen und so war heute angesagt. Toll, toll. Wie war das Lernen mit den alten Männern? Ich habe heute wieder gelernt. Ja? Yes. War okay. Also, war erstaunlich. Ich habe das Gefühl, ich habe wenig geschafft heute, aber die Aufgabe war auch so dumm. Die Lösung, wir sind nicht drauf gekommen, was die für Lösung hatten. Wir haben jetzt seit 2 Stunden gesessen, haben in den Tabellenbüchern rumgeblättert, haben gesucht, gegoogelt, ChatGPT gefragt. ChatGPT und Anarchies kommen auf andere Ergebnisse, als was die offizielle Lösung ist. Aber die offizielle Lösung ist einfach nicht erklärt. Was? Willst du den Zug ziehen oder soll ich? Können wir die beide ziehen? Nee. Ah, ich kann auch gerne ziehen. Weniger Bart besser. Wie weniger Bart besser? Was für weniger besser, hallo? Max, ich kann ziehen, aber ich weiß nicht, ob du möchtest. Ja, gerne, ich würde es probieren. Du hast ja schon mal gemacht, die Mission. Bitte fahren Sie mir nicht rein. Ja, war halt schwierig. Weniger Auto, na! Oder? Mehr ist gut. Viel Bart, ich will voll den Bart haben. Ja, ja. Oh, Midlife-Kreis geht los, Leute, ja. Nicht Midlife-Kreis, aber alt geht lernen geht los. Ich habe gesehen. Im Porsche Cayman S? Nee, deswegen habe ich mich korrigiert. Ich werde alt werden geht los. Ich krieg weiße Barthaare. Ja, und? So, weiß ist das neue Schwarz? Ich werde alt. Das Ref könnte auch sehr schnell, wenn du gecancelt wirst, ja. Ja, mein Gott, Mann. Hey. Oh, na. Racist Ref, ja. Ach nö. War schön mit dir, Ref, aber jetzt muss ich da von dir distanzieren. Schade. Muss ich mein Abo-Kampf zurücknehmen. Ah, jetzt. Okay, die brauchen ein bisschen in Gang zu kommen, die Karre hier. Es hat einen Zug, also. Ja, macht den, aber ist cool vom Gewicht her.
dass es so ein Gewicht auch hat, dass man wirklich ein bisschen braucht zum Ziehen. Denn wenn man rollt, dann rollt er aber halt auch, ne? Kannst aber auch zu schwache Trucks haben. Das ist, das ist der Grund, warum ich den den Kollegen letztes Mal gezogen habe. Der hat einen zu schwachen Truck mitgehabt. Oh, dann ist nämlich in den gefahren. Hm. Ja, den kenne ich. Zieht alles. Denke ich auch. Nee, aber ich versuche immer den Bart relativ kurz zu halten, weil ich krieg halt dann irgendwann auf kurze Lang etwas Spliss im Bart. Es regnet jetzt, was jetzt passiert? Hä, ja, es regnet. Hat noch nie geregnet in dem Game. Doch. Nee. Okay, wenn du meinst. Also in meinen Seasons hat es doch noch nie geregnet. Also zumindest. Na, wir haben uns immer Schneemaps gespielt, Ref, maybe deswegen? Die haben seit. Wie bitte? Michigan regnet jetzt auch. Ja, am Michigan haben wir wie wann gespielt? Keine Ahnung, wir gar nicht. Zum Release war ich gleich, vielleicht entweder gab es da noch keinen Regen oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass da geregnet hat. Aber in den Schneemaps gab es natürlich keinen Regen, sondern wenn dann Schnee, aber. Ist auch cool, wie das Ding die ganzen Bäume niedergefahren hat. Top, oder? Ja. Einfach bis da vorne hin sind, dann ist fertig, oder? Ja, oh mein Gott, was hast du getan? Was ist passiert? Ja. Ich wundere mich so, warum kann ich nicht mehr ziehen? Geht, das geht nicht, das haben wir nie gesehen, Digga. What the fuck? Wie schaffst du das so? Ich hab nix, ich muss geworben. Digga, was ist hier los? Alter, was wie ist? Hast du das geschafft? Ich sehe nur wieder den Kreis von hinten. Ich bin einfach gerade gefahren, wo ich so, hä, warum bleib ich denn stecken? Dachte, vielleicht ist es unter mir ein Baum oder so. Dreh mich um und so, hä, what the fuck? Der Baum ist, der Zug ist aber wirklich. Ah, Mann, ey. Wie gesagt, Alter, keine Ahnung. Den kriegen wir nie wieder aufgestellt, den kannst du zurücksetzen. Meinst du nicht? Wir müssen ja die Schienen kriegen, nicht nur aufstellen. Doch, doch, ich hätte die bestimmt hier hochgezogen, bestimmt, ja, bestimmt. Ja, wenn du das schaffst, ich guck zu. Ja, ich try es bloß ganz kurz. Aber ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Auf jeden Fall, ich habe lecker Schmecker indisch. Ich habe eine meine Vorliebe für indisches Essen entdeckt anscheinend. Indisch ist nice. Aber ist auch teuer, immer im Restaurant zu bestellen. Reicht auch wieder für die Woche. Die Woche, kein Essen mehr. Nee. Also ja, bis locker 20 Euro sind halt so mehr. Wenn du so Vorspeise bestellst und extra Beilagen und ein Hauptgericht und sowas, dann das locker dann halt, ne? Mag, das wird nix, oder? Ne, wirkt sich überhaupt nicht. Ja, darfst du nochmal zurücksitzen. Alter, what the? Welche Aufgabe ist denn das? Willst du ihn ziehen, Ref? Willst du ihn ziehen? Du willst nur nicht wieder zurückfahren, oder? Nee, ich will bloß nicht die Schulter, wenn es nochmal umkippt. Oh Mann, ey. Aber Team, tut dir nur der Knie weh? Ich hoffe, du hast Arbeitsunfall gemeldet, ja? Muss man das melden? Wenn du dadurch Folgeschäden hast und gerne möchtest, dass nicht deine Krankheit selber aufkommt, sondern die Berufsgenossenschaft, dann wäre das schon sehr hilfreich. Weil ist nicht egal? Na, weil die Berufsgenossenschaft zahlt deutlich mehr Geld für Behandlungen als die Krankenkasse. Ja, und du schlägst dir auf. Verlierst einen Zahn irgendwie beim Stolpers, verlierst einen Zahn zu Hause. Dann kriegst du halt so, wir nehmen was mit Asbest, was Billigste. Und ja, die Berufsgenossenschaft, zumindest auf Arbeit zahlen, so, Digga, wir bauen jetzt hier aus Titan, keine Ahnung. Also die zahlen deutlich, deutlich mehr in Deutschland. Verstehe. Weil sozusagen, also der Ansatz der Berufsgenossenschaft ist, so schnell wie möglich und so gut wie möglich dich wieder heile machen, sag ich mal. Wir müssen schuften. Genau, also erstmal 3 Liter Testo da reingepumpt und dann let's go, ja. Wir müssen mehr malochen, ey. Ja, aber ich glaube, die Arbeitsfähigkeit, die Gesundheit des Mitarbeiters schnellstmöglich wiederherstellen, irgendwie so ist es definiert. Also, das ist schon ein Unterschied. Hat Tim wahrscheinlich eh nicht gemeldet. Ist halt stupid. Aber. Wenn er nichts hat? Er ist in die Grube gefallen und jetzt tut ihm das Knie fett, wie er da geschrieben. Also. Well?
Na dann. Er musste sich einen Finger verliehen, um das zu melden. Es reicht, wenn du dir. Keine Ahnung, wenn ich bei uns gucke, manchmal in die Ausfallstatistiken. Dann haben die sich im Büro mal mit dem Finger, mit dem Tacker an den Finger getackert und so Stuff. Denkst du, Alter, Leute, was macht ihr im Büro, Alter? Ja, und das geht so die Unfallstatistik ein. Ja, genau, und sowas melden die denn. Ich sag, ja, ist der Unfall, ist right, ist richtig. Würde ich auch machen. Ey, aber kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert, wenn die rumblödeln bei der Arbeit. Ja, ne, wenn ich im Büro sitzen würde, würde ich auch mal was sagen, weil den Finger tackern anscheinend. Oder keine Ahnung. Auf dem Parkplatz, auf dem Weg zur Kantine umgeknickt, weil der Parkplatz vereist war oder sowas. Sowas steht da drin. Ich so, okay. Aha. Ja, why not? Ist doch normal, kann passieren, ne? Was willst du machen halt, ne? Der muss der Hausmeister halt noch früher los und muss halt dann da, weiß ich nicht, Split streuen. Was? Lasker oder Automatik? Automatik. Ich auch. Aber ich zieh halt einen Zug, das bin ich lange noch. Kann gut sein. Scheiße, muss ich bei einem Rave kommen? Fahr doch, Karre! Jetzt kommt er auf Fahrt langsam hier. Ich bin gespannt, Ref, bitte. Ich habe erstmal zugegleisen lassen, so macht man das, ja. Keine Ahnung, Digga. Bei dir geht's. Hat gewackelt. Hat gewackelt, ja. Vielleicht wenn du zu schnell bist, dass du dann irgendwie so kippen kann. Und hier sind die Segmente, wo du die Schiene ersetzen musst, oder? Ja. Ah. Gibt aber noch mehr auf der Map. Musst wahrscheinlich alle ersetzen, ne? Mhm. Natürlich. Logisch, ja. Und was? Dass es keinen Knopf gibt, mit dem man die Winde verlängern kann. Ja, ne? Gibt's im echten Jahr auch, dass du dir ausziehen kannst. Mhm. Ja. Hast du schon mal Indisch gegessen, Ref? Ja. Wie fandest du's? War gut. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen ausprobiert, manche Sachen waren nicht so meins. So dieser, ich hatte so einen Kichererbsenteig gebackenen indischen Käse, das war so, na, ich sag mal, schlechter Feta, also schlecht gemachter Feta-Käse frittiert so. Frittiert hat's geil gemacht, aber der Käse war nicht so geil, also okay. Aber so, die normale Butterchicken oder sowas, Alter, das ist schon geil. I like it. Oh fuck, stimmt, ich wollte mir noch extra Reis kochen für mein, hat noch ein bisschen übrig gehabt. Ah, shit. Und sie haben meine fucking Vorspeise vergessen, die Pisser, ey. Aber hast du wohl Geld zurückbekommen, oder? Mm-mm. Wie, mm-mm. Ich habe bei denen direkt bestellt. Ja und? Also nicht über irgendeine App oder sowas. Ja und? Dann hab ich halt, Jungs, ihr habt was vergessen. Ich hab ja abgeholt, so. Bin ich hingefahren, hab's abgeholt. Bin nach Hause, packst du alles aus, denkst du, irgendwie ist wenig, was denn? Irgendwas fehlt dir doch, guck, es reicht, ne? Guck, die Bestellung war nicht so. Ey, da fehlt eine Vorspeise. Irgendwie so für 5 Euro oder 5,50 oder sowas. So, ich so. Ja, also jetzt da. Schon erwartet. Ja, nicht so bedingt so. Boah, Digga. Das Essen wird kalt, wenn ich jetzt dahin fahre. Aber nach. Wenn ich gegessen habe, ist es auch kalt. Also habe ich keinen Bock mehr, die Vorspeise zu essen. Dann aber dein Geld zurückbekommen. Ja, ich dachte, oh, dann müsste ich ja da anrufen. Aber ja, ich traue mich da nicht anzurufen. Ich so, was mache ich jetzt? Da hab ich mich aber schon geärgert, weil die Vorspeise war schon echt geil. Die fand ich letztes Mal richtig nice. Anxiety. Ah. Yes, genau. Und ich so, ja, okay, fuck, ich ruf da schnell an. Und die dann so, hallo, indische Restaurant. Ja, so ganz schlechtes Deutsch, ja. Hallo. Und dann habe ich versucht, irgendwie zu erklären, dass ich da meine Vorspeise nicht hatte. Und ich so, ja, was jetzt hier, Vorspeise? Und ich so, ja, naja, ich war nicht dabei. Das. Du hast angerufen nicht. Ich hab angerufen.
Ja? Ich hatte diese starke Sprachbarriere. Sie konnte sehr schlecht Deutsch, leider. Und ich habe irgendwie versucht zu erklären, dass ich das nicht dabei hatte. Und dann hat sie irgendwie da auf Indisch rumgerufen mit dem Koch hinten oder weiß nicht. Es klang einfach nicht wie. Es klang einfach wie eine Sprache, die ich nicht kenne. Es war also kein Englisch, kein Polnisch, kein Türkisch, kein. Es klang aber was anderes. Indisch, maybe. Keine Ahnung. Sprechen die Indien Indisch? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wollte ihr denn meine Adresse haben? Da kam extra mal ein Typ angefahren, hat mir das nachgeliefert. Was nett ist. Ja, ja. Danke. Kam dann eine halbe Stunde später, kam das dann an. Das hat mir ein Cheddar frisch gemacht, weil das war richtig, war heiß noch. Das haben wir nicht mal gemacht, nicht vergessen einzubauen, gar nicht gemacht. Max, guck mal auf die Map. Da gibt's den International Paint Stop. Ein Truck oder was? Mhm. Alter, ich sehe unten im Fluss ist ein Boot, ein Typ mit Boot. Jetzt ist er weg. What the fuck? Die Brücke müssen wir machen. Zwei Stahlträger. Okay. So, international ja, irgendwas hast du gehabt, gibt's hier irgendwo. Ja, aber auf der anderen Seite. Mhm. Da müssen wir die Dings jetzt fertig machen. Da ist er gut? Da ist auch der ist... Ja, das ist okay. Also im Spritrad hängt für Generator ja, reicht's aus. Da, logisch. Ich bin mit den auch... Ja, das ist so ein Dreier Aufleger hat er. Ja, wie gesagt, das ist okay. Das dann würde ich mich hier... Was brauchen wir für die nächste Holzbrücke? Da werden wir wahrscheinlich Holz für brauchen, aber wissen wir ja nicht, was wir brauchen, ne? Wo ist denn die Holzbrücke? Na, beim Upgrade da. Achso, ja, schätze ich mal. Ah, okay, also, dann holen wir erstmal Stahl gemeinsam oder holst du allein Stahl? Aber da kann doch jeder einen mal Stahl holen, oder? Wir brauchen mehr Stahl. Hier bei uns? Ne. Zur Nordbrücke. Wir brauchen Ersatzteile und zuerst Stahl. Für unsere brauchen wir zweimal Stahl hier. Ne, guck doch mal in die Dings rein. Jetzt, du kannst erst. Du brauchst zuerst zweimal Stahl und dann Ersatzteile. Die Aufgabe ist zweiteilig. Wait, die heißt nördliche Brücke. Mhm. Kann ich nicht reingucken? Warum kann ich da nicht reingucken? Aufgaben. Max. Ja, Ersatzteile, ja. Die Südbrücke, die braucht zwei Stahlträger, zwei Ersatzteile und die Holzbrücke braucht zwei Holzplanken. Mhm. Also wir könnten sagen, wir nehmen zweimal Stahlträger, zwei Ersatzteile oder, also entweder braucht viermal Stahlteile, viermal Ersatzteile. Kriegen wir das hin in einer Ladung? Dass wir beide Brücken nicht machen können? Ersatzteile? Ja, die Südbrücke braucht das gleiche. Zweimal Stahl, zweimal Ersatzteile. Die braucht das gleiche. Genau. Ja, das heißt vier Stahlträger. Vier Ersatzteile. 2. So, wenn wir den 5er an den 4er Anhänger nehmen. Stahlträger braucht zwei Platz, haben wir gesagt. Ja, genau. Das heißt, wenn wir den Anhänger nehmen, dann können wir zweimal Stahlträger. Ein darauf. Und viermal Ersatzteile. Also theoretisch, wenn wir den. Wenn Ersatzteile den brauchen. Eins, ne? Adam. Viermal mit ein. Oh doch, sollten wir hinkriegen, viermal mit ein. I don't see snow, but name is SnowRunner. Mein Gehirn make kein Süden. Nein, das High Game heißt halt SnowRunner. Was soll ich sagen, ja? Echt schon ein bisschen. Also hier auf der Karte ist nicht viel Snow, oder das ist korrekt? Ich bin Schneeläufer, weißt du? Ich würde gerne Skifahren. Machen die Skifahren. Warum ist jetzt Eisenbahnbrücke angenommen? Weil wir auf anderen Maps sind. Ah. Also wir brauchen. Was brauchen wir? Verbrauchsgüter? Vier Ersatzteile. Constructibles. Ersatzteile. Service Spare Parts wahrscheinlich. Wird es sein. Ja. Ja, ein Platz. Du, warte mal. Ich könnte also die Ersatzteile holen, oder? Ich kann drei Stahlträger auf einmal mitnehmen. Ja. Und dann musst du einen Stahlträger und viermal Dings holen. Ja, das wäre die wegkriegen, oder? Das wären sechs Ladungspunkte. Ja, und Strogen. Und nimm den anderen Truck. Ja, welchen denn? Welchen soll ich denn? Sechs Ladungspunkte. Ja, ich stell dir was raus. Das ist das der echte
Von Cyberkraft 4. Ja, das ist der echte. Ich Kennst du bin noch der Adam? Echte. Ja. Kennst du noch Adam? Ich überlege gerade. Den haben wir mal gespielt, das war Warcraft 3, glaube ich. Oder 4. Ich Der glaube Name 3 war sagt das. mir was, aber Ich ich glaube, kann es mich war nicht ganz 3. erinnern, was wir genau gemacht haben. Hallo Team, ja, Dix 2, ja, okay, ja. Dix hoch 3. Oh, guck, Team Ref hat mehr Dix gesagt. Oh, soll ich einen Sattel fahren? Nö. Nicht? Ich hab den Kenworth rausgestellt, nimm den. Er raffelt über, dass ich den Kenworth nehme, den Kenny. Lass mal Kenny in Ruhe. Den Kenny. Nimm den Kenny und dann kauf einfach den ersten Anhänger hier, den. Kam von Feier am Ende. Ah, ist Stranded, glaube ich, eher. Ne, warte mal. Doch, nee, 2 auf 3, glaube ich. Oder Vier, wenn dann. Warte. Nimm so einen Anhänger, Max. Damit können wir dann insgesamt 7 Sachen transportieren. Wir brauchen noch keine 7, oder? Dann hol dir halt was Das ist anderes. der Einzige, der geht. Wohl. Dann wird der Einzige, der geht eigentlich jeder Anhänger. Ja, aber der mindestens 3 Punkte hat, meine ich. Die anderen Ja, haben alle Sattel. der LKW hat auch 3 Punkte, vergiss Ja, das ja, nicht. ja. Nee, aber wir Ja, brauchen genau. ja. Eigentlich würde noch 2 Punkte reichen, oder nicht denn? Ne, wir brauchen ja 4-mal Ersatzteile. Das heißt 4 Ladungspunkte. Und du musst 6 Ladungspunkte laden. Dann brauche ich den komplett voll, ja. Ne, ein Platz bleibt frei. Das Stahlträger braucht Teil hat 2. 7 Ladungspunkte. Ach so. Wait, was? Der, Ah mit ja, Anhänger stimmt. und 4, LKW ja. hat er 7 Ja, Ladungspunkte, Adam, bist du du brauchst auch 6. dabei? Also SC5? Bist du dabei, Adam? Ja, gute Frage. Nee, Fire ist ja, glaube ich, nicht dabei, oder? Firehead? Der ist, glaube ich, nicht dabei, ne. Ich glaube nicht, ne. Seitdem, was Stranded passiert ist. Yep. Ich habe das Screenshot sogar in die Cloud gepackt. Von der Kaktusfarm? Ja. Also, sorry, aber ich muss wieder so fallen, diese Kaktusfarm. Die Die war war gut. sensationell. Mein PC brennt jetzt schon. Überlege, ob mitmachen, aber macht keinen. Hab keinen, der mich Der mich dazuzieht. dazu Es gibt zieht. noch 2 Wildcard-Plätze, die aktuell verlost werden. Das wäre auch deine Chance. Ich gehe auf zu, wenn du möchtest. Verbrauchsgüter, wo kriege ich denn die her? Ah, nee, ich brauch's. Was brauchten wir? Ersatzteile? Ersatzteile brauchten wir, ne? Ja. Kriegt man Ersatzteile her? Aber Am Bahnhof wahrscheinlich, oder? soll ich dir einen Stahlträger mitnehmen? Kannst du einen zusätzlichen mitnehmen? Oder? Ja, also theoretisch könnte ich jetzt. Warte mal, Digga, bin ich doof? Eigentlich kann ich. Ich kann alle 4 mitnehmen. Du brauchst gar keinen Anhänger. Obwohl, du brauchst den Anhänger gar nicht. Ich nehme einfach einen mit Kran. Fertig. Easy. Was? Rev, warum? Was Warum denn? machst du das mit mir? Wo Hä? kriegen wir den Wieso Ersatz? denn? Naja, nein, alles gut, Rev. Wo kriegen wir Ersatzteile? Ich verstehe es nicht. Wo wir get Ersatzteile? Ich weiß es nicht, Max. Ich auch nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Ohne Team habe ich aber keine zum Nerven. Team ist dabei. Oder meinst du anderen Team? Also unser Team ist dabei. Ich schätze mal, Fire heißt vielleicht auch Tim. Oh, maybe. Maybe. Maybe, ja, gut. Das kann natürlich auch sein. Ich schiffe mich ein Aber bisschen im Weg ey. gerade, Ref, aber ich weiß nicht, wo ich Ersatzteile herkriege. Muss ich irgendwie meine Route planen, wenn du alles jetzt nimmst, was. Wo. Ich kann nur 4 Stahlträger mitnehmen. Ich meine, Brauchen wir doch. der vierte Stahlträger, der ist halt auf einem Kran so. Ach so, ja. Easy peasy. Dann musst du jetzt nicht wegen einem Ding rüberfahren. Also dann kann ich dir einfach gleich rüberfahren, weißt du? Das ist ja eigentlich wurscht. Das ist korrekt. Ich muss mal gucken, wo ich die Scheiß kriege halt. Ansonsten ja. Warte Er ist mal. Tim. Ah. Wait, Max. Warten. Wie kommen wir überhaupt zu einer Map? Wie die anderen auch gefahren sind? Da willst du rüberfahren? Ina, was bleibt dir noch übrig? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, die Eisbahnbrücke wäre klüger.
wenn wir die zuerst machen. Weil da können wir direkt einen Straßenweg zur anderen Map. Hä, ist doch repariert schon die andere Brücke hier, oder nicht? Die Eisenbahnbrücke. Brücke. Es gibt eine Mission, Eisenbahnbrücke. Aufträge einfach. Ach da, die ist noch gar nicht fertig. Nee, oh. Aber du müsstest zwei Betonplatten. Oh. Ja, ja. Dann bräuchte auch länger. Nee. Oder? Betonplatten. Nee, aber du hast doch einen Kran. Kannst du einfach einen Kran nehmen. Die da ranhängt, das geht gut. Ja, ich auch die ganze Zeit schon. Okay. Habt ihr die Brücke schon auf der Map gemacht? Nee. Ja, nee, machen wir jetzt noch. Sind die brauchen wir ja. Na, könnt es geht mal, aber ist nicht so schlimm. Ich überlege gerade, wann ich Zeit habe demnächst, aber ich glaube, ich habe leider keine Zeit. Was ist? Tim hat das Chat geschrieben, darauf geantwortet. Auf der zweiten Map. Nee. Die wollten wir jetzt machen eigentlich. Aber dann haben wir gesehen, wird vielleicht erst die Eisenbahnbrücke hier reparieren, bevor ja, wir also das mal machen. Wir halt, was ist, guck mal, so müssen wir ganz links da durchfahren. Jetzt müsst ihr schauen, welches Portal ihr nehmt. Ja. Und ja, der ist ein Arsch, so weißt du? Ja. True. Deswegen. Also hole ich jetzt zwei Beton. Zwei Beton, das du dort brauchst halt für die. Ja. Zwei Betonplatten. Kann ich machen. Oh mein Gott. Warten. Alles gut. Ich mach das. Okay. Ich hab ein bisschen Kacke gebaut. Oh. Ja. Oh, ey, das Umdrehen ist einfach so scheiße hier, sorry. Yep. Musst du die verkeilen? Die mit dem Kran, die Lade? Oder reicht es, wenn du am Seil dran hängen lässt? Reicht eine Seil, aber ich drück den Kran einfach ganz runter, dass ich das Ding halt nicht bewegen kann. Weil wenn es so rumjumpt, dann ist das Auto bestimmt ruhig. Das ist korrekt. Muss ich auch mal Allrad anmachen. Hört sich deutlich besser. Oh lol. Ich habe das Modpack, da muss ich noch ein bisschen updaten. Bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das sieht alles richtig ass aus gerade. Das gefällt mir alles nicht. Und dann kommen ein paar Updates raus. Und so. Also stay tuned. Also ich warte in Ruhe, bis du da fertig bist. Ne? Ja, ich kann vorfahren, wenn du schnell durch bist. Alles gut. Ich gucke gerade noch, ob ich habe noch gerade Gedanken im Kopf. Wir fallen halt im Laufe des Tages um Sachen ein, wenn ich am Server arbeite, wenn ich so, oh, das könnte ich für einen Podcast erzählen. Genau reinschreiben auf die To-Do's, weil ich vergesse sonst alles, was ich die Woche über gemacht habe. Ja, fucking Jamie, schreib mal was auf die To-Do-Liste und nicht ich, also wenn ich gucke auf diese ganzen Punkte, ich glaube nicht mal eigentlich einen dieser Punkte auf der ganzen Liste, den hat Jamie geschrieben. Nicht der einen. Der hat wahrscheinlich den Zugang nicht mehr. Doch, er hat den Link. Den hat er, ja, da guckt aber, er mit rein. Da muss er wieder ein Passwort reinmachen. Nee, da ist nicht mal ein Passwort drin. Er kann über den Link einfach editieren. Das war doch letztes Mal auch so, oder? Das war beim Server so, ja. Da habt ihr auch so eine Liste gehabt und der ist gar nicht mehr reingekommen. Aber das weiß ich bei ihm war und da kam er gar nicht rein. Die To-Do-Liste? Ja. Das ist immer die gleiche wie letztes Mal, hat den Link-Bus verloren. Der Keck. Ja. So ist er weg. Egal. Viel Spaß, tschüssi. Alles gut. Aber ich schreibe noch auf. Jamie schreibt nie was auf die Liste. Ausrufezeichen. So. Dann habe ich einen Rage-Punkt gleich schon für nächstes Mal. Du kleine Bitch, schreib was auf die Liste. Ja, na hallo? Es ist ja unser Podcast und nicht ich schreibe alles auf. Ich denke immer so, Digga, warum rede ich so viel im Podcast, wenn ich mir die nachher anhöre? Warum rede ich immer nur ich? Ja klar, wenn ich die Punkte aufschreibe, schreibe ich halt meine Punkte auf, die mir passiert sind, wo ich was dazu erzählen kann halt, ne? Dem schreibe ich halt nichts auf. Ja genau, da kann auch nichts erzählen halt, ne? Magst du mal kurz den Anhänger anhängen? Der da steht? Du gerade belädst? Ja, genau. Häng den mal an und verlad das einfach. Das wäre echt cool. Kann ich probieren. Aber Tschüssikowski, Timmy Boy. Tschüss, Tim.
So. Anhänger ankoppeln. Verladen. Perfekt. Tschüss, dein Herz. Bitte. Au! So. Die Kurve da oben ist einfach Arsch zum Umdrehen, wenn ich das so sagen darf. Ja, ist er. Also irgendwann auch noch was zu tun, wenn ich meinen Reis waschen und in den Reiskocher schmeißen, damit ich nachher gleich Reis habe noch für mein Indisch. Weil ich finde immer, die machen mal zu wenig Reis rein. Aber mach jetzt bitte nicht noch 10.000 Sachen. Nachher, nicht jetzt. Ich habe noch die Flasche gemacht. Ich habe mir noch einen runtergeholt. Und na, so. Das ist mein Stream. Das machst du während des Streams einfach. Nee, runterholen meine ich nicht im Stream. Ja. Deswegen sieht man deine Hände nie. Warum hast du Betonplatten hergestellt? Nee, hast du auch gar nicht, ne? Ja. Ich hab nur Stahlträger genommen. Brauch mir nur Stahlträger. Truck wechseln. Oh, natürlich. Na, wer sonst? Natürlich. Natürlich Loretto. Laura. So, er macht ihr Licht aus. Finde ich gut. Betonplatten brauchen wir, oder? Jetzt bist du einfach Batman. Treff. Betonplatten? Ja, Betonplatte, ja. Zweimal. Okay. Bist doch Batman. Batman. Legt es wieder an. Laura, mach wieder aus. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Mach aus, schnell! Nein! Doch! Einmal. Zum Motor aus! Viel Spaß im Werk. Stützen ausfahren. Doch. Die DGUV, VVVVVV, die sagt bestimmt, wir müssen Stützen ausfahren. Der kennt nur Fipp nicht. Hast du diese seitwärts genommen? Ne, legst du einfach auf die andere Platte drauf. Eigentlich egal. Und dann die Karten einfach ganz drauflegen. Ich würde so drauflegen, wie die andere Platte ist, weil. Ja. Wenn das Eco eng ist oder so, dann bleibst du da stecken. Oh, an die zu drehende Platte. So. Stützen einfahren und Kran nicht wiederherstellen, sonst wäre doof, ja? Nix schrauben. Ah, ja, genau. Ich hab fast gedacht. Alles gut. Ey, fahren wir jetzt am besten. Warum willst du fahren? Ja, einfach. Ohne sonst. Ach nee, ach klar, wir gehen ja fahren danach. Ich wollte gerade anders fahren. Ja, ich wollte gerade zum Walzstart Produktionsstätte. Warum immer hinfahren? Ja, weil du da wahrscheinlich die Ersatzteile bekommen hättest. Also keine Ahnung. Ich dachte einfach, da ist die Brücke kaputt. Ist aber nicht. Ja, aber die Platte rutscht echt schlecht weg. Das ist gut, die liegt einfach bombenfest hier oben drauf. Deswegen, das funktioniert echt gut. Interessant. Und das Gute ist, wie gesagt, das zählt nicht als Gewicht für zwei Platten, weil das Spiel nicht rechnet, weil es nicht verladen ist. Easy! Also es wird schon Gewicht haben. Hast du die Binnenlenke noch an der Sache ran oder einfach? Ich hab das Seil noch dran, ja. Okay. Hab's halt angezogen, dass es halt straff ist. Sicher, sieht nicht so aus. Das Seil sieht man gar nicht mehr. Doch, das muss da dran sein. Ich hab's zumindest nicht gelöst. Na dann, passt.
Ich kann ja mal gucken, aber. War das ein Unterschied? Nee. Also, ja, wenn's... nur doch, wenn es wenn, jetzt runterrutscht, dann kannst du nicht runterfallen. Ach so, ja, warte mal, ich guck mal. Nee, oder? Ist noch dran? Mal gucken. Nee, ist nicht mehr dran. Löst er die alleine? Einfach, mach einfach dran. Dran und anziehen. Jetzt ist dran, ja. Hm. Keine Ahnung. Du hast wahrscheinlich offensichtlich Begehrung oder so für Windelosen. A, glaube ich. A müsste es sein. Ja. B ist nämlich zum Verlassen, habe ich gerade geguckt. B ist Windelosen, steht ganz fett in der Mitte von deinem Bildschirm. B ist verlassen, Digga. Pet! Ach, nicht da. Im Planmenü. Ja, in der Mitte von der Bildschirm steht Windelosen. Ja, das ja. Da habe ich doch noch die B gedrückt. Habe ich nämlich auch wieder. Man drückt doch nie B. Lass mich doch B drücken. Nein. Das geht schon. Das geht doch nicht. Doch, doch. Ich esse gleich mein Alu-Tiki weiter hier. Ja, was? Alu-Tiki. Dachte ich auch, was ist das denn? Ja, genau, was ist Alu-Tiki? Ich musste gucken, was das genau ist. Es scheint irgendwie so geriebene Kartoffeln zu sein. Wie ist es, so eine Bulette geformt, aber halt so geil gewürzt. So wie einfach ein Reibekuchen, aber halt als Bulettenform, so ein bisschen dicker und... Reibekuchen. Na, Kartoffel gerieben. Kartoffelpuffer. Ja, genau, aber halt dicker und ich denke mal ohne Zwiebeln. Aber halt irgendwie indisch gewürzt und dann halt frittiert. Man frittiert macht alles geil. Vor allem Kartoffeln sind frittiert eigentlich immer geil. Aber ich kann mit diesen indischen Soßen nichts anfangen. Was denn? Chicken Tikka Masala? Nein, da sind so Dips dabei. Das ist so eine dünnflüssige. Sieht aus wie Süß-Sauersoße so, aber ist halt nicht so irgendwie so Soße ja, halt. Nee, sieht aus wie Süß-Sauersoße, also halt so bräunlich halt. So wie halt so also McDonalds Süß-Sauersoße. Ja, auch nicht so. Da gibt es so eine weißliche mit Kräutern drin, die sind okay, aber nicht geil. Ja, da hat einfach reingejust. Ja, nee, ich weiß erst nicht sagen, weil ich genau wusste, was kommt. Letztes Mal da gab es so Mango-Chutney dazu, das war ganz geil. War sehr fruchtig. Oh, Chutney ist geil. Ja. Das haben wir früher bei meiner Ausbildungsstätte immer gemacht. Aber zu was hatten die das gereicht? Zum Dessert oder? Zum Käseteller. Aber Chutney ist einfach bloß ganz, ganz klein geschnitten, oder nicht? Oder was ist Chutney jetzt genau? Nee, also es sind halt Stückchen. Das ist ja nicht püriert, oder ein Chutney? Also wenn ich jetzt Tatar war ganz klein geschnitten, ne? Tatar ist ganz was anderes wie Chutney, Alter. Das eine ist süß. Ich dachte gerade bei Fleisch, genau, ich dachte bei Fleisch. Aber wenn du so einen Lachs-Tatar machst oder sowas, dann schneidest du halt ganz, ganz klein. Ja, genau. Ja, und das, aber mit Chutney ist es halt wie bei Früchten auch, so hackst es einfach klein oder was machst du da anders bei einem Chutney? Nee, das ist Chutney. Aber wie eine Marmelade. Aber kochst du das ein? Ja. Ah, interessant. Das ist wie eine Marmelade, nur halt mit Stückchen und ein paar anderen Gewürzen. Interessant. Ich glaube, da gibt es noch einen Unterschied irgendwie. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau jetzt. Da kommt er angefahren, der Kenny. Boah. Mann, ey, sorry, ich von Indisch jetzt voll, aber ich habe jetzt halt voll den Grind drin, weiß ich auch nicht. Voll den Grind. Er hat einmal Indisch gegessen. Alter. Das dritte Mal jetzt schon innerhalb von 4 Tagen. Aha. Kann man jetzt schon sagen, den Grind drin, oder? Aber bestellst du jeden Tag, oder was? Hm? Ich habe zum ersten Mal bestellt, wirklich hier was. Aber auch abgeholt, also nicht liefern lassen, weil ich glaube, liefern lassen hätte noch irgendwie Gebühren gekostet. Aber ich hab den Inder irgendwie immer ignoriert, weil ich musste dieses Klischee-Karte mit. Nach dem Inder musst du hart caken gehen. Ja, du musst schon caken gehen, aber wenn du einfach viel isst, dann musst du halt caken, so. Surprise. Oder wenn da halt irgendwas ist, was halt nicht gewohnt ist, was sehr scharf ist oder so. Ja, da auch. Ja. 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 Positiv. Oh, nee. Was ist ein Reef? Da kommt gleich eine richtig eklige Zone. Soll ich vorfahren, dich vielleicht ein bisschen ziehen, oder? Ich kann dich ja nicht ziehen, oder? Wir können uns ja nicht winden, wenn wir Winde am Kran haben, oder? Zum Ziehen reicht das schon. Aber hier sollte kein Problem sein.
Das Problem soll erst danach kommen. Ich schieb mal ein bisschen. Ich bin einfach nur langsam, weil ich halt einen Anhänger mit zwei Stahlträgern. Ja, deswegen schiebe ich einfach. Du musst ja nicht vorbeifahren wie andere Leute. Das hier ist nicht schlimm. Das, was danach kommt, wird hart. Aus irgendeinem Grund, also das andere sieht nicht so schlimm aus wie das hier, aber ist viel schwerer wie das hier. Bin gespannt. Jo. Jo, Kelly. Der ganze Schreibtisch steht voll mit Büchern, ey, ne? Wirklich, heute war wieder ein toller Tag. Da musste mein Kollege, mit dem ich gelernt habe, noch weg. Dann habe ich nebenbei noch ein bisschen was am Minecraft selber gemacht. So Kleinigkeiten, die ich noch. Jamie-Ideen waren. Mal mit, ey. Hä? Doch auch mal. Ich habe schon einmal gehupt gehabt. So, hab ich gehört. Ja, nee. Und jetzt. Ja. Jamie kommt mit Ideen. Ich so, ja, weiß ich nicht, was ich von halte. Dann gucke ich wieder in den ganzen Einstellungen, welche Plugins. Ich so, ja, okay, das könnten wir theoretisch umsetzen. Und jetzt sitze ich wieder da und stelle die ganze Kacke ein. Sind das gute Ideen oder? Es sind für euch gute Ideen, das bringt euch mehr Gewinn für euch. Für dich bringt's so Pain. Ich glaube, dieses Feature werde ich actually im Betrieb nicht nutzen. Ich würde echt gerne wissen, was es ist. Wie beschreibe ich das? Ich glaube, das gibt, also es gibt euch die Möglichkeit, besser zu dekorieren eure Basen. Und da ich weiß, wie ich Base baue, ne? Zwei Kisten hin und ein Dach rüber, fertig Base, deswegen ich dekoriere nicht. Und die haben die Möglichkeit besser zu dekorieren. Ja, kann man so sagen. Aber warte mal, die Schildermod ist nicht sogar drin? Ich glaub, ja, die Schildermod ist drin. Mhm. Die ist mittlerweile ja nur clientseitig erforderlich. Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Was? Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ja, weil du mit VPN sprichst, hä? Ja, aber ist mir auch egal, muss ich ehrlich sagen. Oh Mann, ey, die Regierung, die verfolgt mich. Ich hab mit dem Typen geschrieben, er hat keinen Bock, das umzuschreiben. Und deswegen macht das nicht. Ja, natürlich will er sich umschreiben. I mean, es wäre nicht so complicated. Das Problem ist halt, er hatte jetzt am Ende auch alle Probleme, weil Imgo einfach alles weggestrikt hat von uns. Also nicht weggestrikt, aber weggeblockt hat, weil einfach so viel Traffic kam. Also könnte halt jedes Mal wieder passieren. Klar, wenn du da halt ja, pro Minute 300 Bilder lädst, dann wird er irgendwann sagen, Digga, was ist hier los? Was machst du hier, ne? Und dann ist alles ja Brocky Morgan. Deswegen dachte ich so, ey Mensch, es gibt richtig geile Projekte, wo man sowas selber hosten kann, so ein Image-Server. Hätte ich gemacht für Servercraft. No problem. Also selber host, das meinst du? Also sozusagen, also Imager, aber halt, keine Ahnung, Survivalcraft-Bilder.fun oder sowas. Und dann halt einfach damit sozusagen wir keine Limitierung oder Blockaden von den Rennen. Ja, und den hast du geschrieben, der hat gesagt, nö. Ja, er hat keine Zeit dafür. So, okay, dann halt nicht. Dachte mir auch so, okay, dann halt nicht. Muss ich erst verladen, die Platte? Ja. Ah. Nice. Haben wir gerade Holz rauf? Wir haben Beton abgegeben, sag mal. Ey, Mann, jetzt will ich ja eine Betonbrücke haben und keine Holz, Mann. Sag mal. Haben sie wieder gespart hier. Wo kommt man da hin? Kräne einfach gleich stehen. Eis? Unsere Kräne, das ist einfach gleich. Birgst du den? Dann holen wir noch mehr Materialien, oder? Ja, ich birg den, aber zuerst. Gutes. Hast du schon mal Fladenbrot selber gebacken? So, ich hab den Anhänger kurz zur Seite geräumt. So. Ja. Geh mal in Kenworth, guck mal. Passt das so, oder? Ist er nicht im Weg, oder? Er ist nicht im Weg, das ist korrekt. Oh Mann. Nee, hast du schon mal Fla. Ich hab einfach das Team gemacht. Ja, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Hast du schon mal Fladenbrot selber gebacken? Ja, klar. Also, so. Was du so für ein dünnes Fladenbrot? Weil ich kannte das auch nicht. Es gibt auch so ganz dünnes Fladenbrot anscheinend. Das ist einfach auf der Arbeit gemacht.
Weil ich enjoy das mega, was jetzt dabei ist als Beilage. Das Flammenbrot. Aber es ist mir halt. Das ist gut. Aber es ist mir halt zu pricey, das so zu kaufen, so 5 Stücke zu, weil ich finde das richtig geil. Und das ist halt so ganz dünn, aber auch weich, aber irgendwie auch so noch frisch halt, weil er halt frisch ist, so. Aber ich werde es halt. Was ist Fladenbrot? Mehl, Wasser, bisschen Hefe wahrscheinlich, bisschen Salz. Oder? Du bist hier der Profi mit Brot machen. Ja, aber du musst das schon mal Fladenbrot gemacht. Warte mal, Max. Aber wie lange das her ist? Ich gucke jetzt. Indisches Fladenbrot-Rezept. Nana. Ich habe keine Ahnung. Das ist N-A-A-N. Naan. Ich habe keine Ahnung. Das wird in der Pfanne gebacken. Ah. Oh, deswegen ist es so saftig. Da kommt Joghurt mit rein. Und Milch. So, warte mal. Wir wollten jetzt die nördliche Brücke machen, gell? Die auf der anderen Karte, ja. Das heißt, warum zum Stahlträger zwei Ersatzteile? Und die andere Brücke wollen wir auch mal. Viermal Stahlträger, viermal Ersatzteile würden die andere Brücke auch noch machen, die südliche auch noch. Ah, da war ja was. Das heißt, die gleiche Kombination. Aus, naja, ich habe Betonplatten hier gehabt. Jetzt brauche ich ja Ersatzteile, aber. Ich weiß immer noch nicht, krieg mal Ersatzteile vielleicht bei der Werkstatt irgendwie oder. Hast du auf deiner Map schon geguckt? Ich wüsste halt nicht, wo ich gucken soll. Also. Auf einer Liste hier. Eine Liste? Aber da kann ich ja. Ach, da! Warte, ich geh mal rüber kurz gucken. Auf der Map auf jeden Fall nicht. Ich das geh Portal. Mal die Startträger holen. Dann geh du. Holzrahmen. Hier geht Schienenabschnitte, Holzplanken, Metallrollen. Oh, Ersatzteile! In der Lagerzone muss man die herstellen dort oder ist die einfach unendlich da? Lagerzone. Hä? Keine Herstellungszone. Also sieht man da nicht da? Keine Herstellungszone, ja. Also berge ich mich einfach da, aber das ist da, wo die Lok hingezogen haben. Genau, soll ich den Kenwurf auspacken oder muss ich den eigenen fahren? Nö, ich fahr diesen anderen, diesen Zick. Oh Mann, ey, ich hasse den Zick. Ja, ich weiß, aber ich mag ihn. Ich find das so ein Cheat-Truck, Mann. Ja, das fährt sich voll geil. Der schmeißt auch die Loks um. Halt mal wieder andere Lackierung drauf machen. Mach doch die pinke Bubblegum-Lackierung. Ich wechsle ein bisschen durch. Hatte erst den habe ich immer die Tarnfarbe drauf gehabt, jetzt habe ich zum Beispiel die grüne drauf gehabt, jetzt aber die schwarze drauf. Waffen eingesetzt, die mal wieder im Chat? Nö. Aber Waffen war auch öfter schon mal. Also meistens ist Waffen nur am Wochenende da. Ich denke, wenn die eine Woche lange arbeiten muss oder so. Weiß gar nicht. Ich auch nicht. Ich schreibe nicht so viel mit Waffen, also keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Mir ist eigentlich auch egal. Also meistens kann man keine Antwort nehmen, sondern dann brauche ich nicht, dann schreibe ich halt nicht so. Genau. Verstehe ich auch. Ja, nehmen sie auch. Ja. Wie habe ich meine Federung gerade halb kaputt geballert, Alter? What the fuck? Dieses Game. Manchmal dieses Brokimogi. Manchmal. Ja. Manchmal ist schön gesagt. Hast du schon gehört? Kommt ein. Nein. Nein. Sehen meine Augen. Oh mein Gott. Ich habe gesagt, manchmal ist Brokimogi. Ref, guck mit dem Stream. Digga. Was ist hier schon wieder los? Ich fahr jetzt unter diesen Zug. Ich hoffe nicht, dass ich in den Tod gequetscht, aber hier warum schwebt der Zug in der Luft?
What the heck? Fuck. Oh no, er ist ja runtergefallen. Er ist sobald du ihn betatscht. Ja. Kriegt er wieder Physik. Ist das... Das Game ist so kaputt, Alter. Der hat keiner mehr gemoved, ne? Nö. Deswegen. Den kann man auch eigentlich, glaube ich, gar nicht move. Ey, die stört, wie du über die Schiene slidest. Ja, also es ist ein bisschen... Bisschen wirrt. Hier gibt's Dings, Frachtverwaltung, Ersatzteile. Noise. Wie komme ich denn da hin? Ah, ist einfach wirklich keine Straßenanbindung so richtig bei mir hier. Also ja schon, da hinten, aber na. Ne. Manchmal musst du einfach über die Schienen fahren hier. Auf der Map. Jo. Ich hoffe, ich kann den Zug normal wegziehen, weil der nervt mich da mega. Nee, kannst du nicht. Scheiße. Der Zug ist einfach jetzt forever hier. Forever. Das ist kein normaler Zug, sondern eine Magnetschwebebahn. Das ist ein sehr... Ja, doch. Wir sind eigentlich... Nee, Wuppertal. Nee, die hat die... Nee, das ist keine Magnetschwebebahn. Stimmt. Legends Screaming Thing. Herzlich willkommen. Und ja, good point, würde ich behaupten. Ich würde die gerne wirklich wegwinden hier. Oh, ich kann die doch ziehen. Geil. Verpiss dich hier, du scheiß Kackzug. Verpiss dich. Vor den Weg hier. Ah ja, hier war ja der Kopf. Oh. Aber guck, Max, wir haben nur noch zwei Stahlträger, gell? Also, war anscheinend doch nicht so. Ja, halt doch die Maul. Ich will doch bloß über die Schienen fahren hier. Oh, ich hasse Schienen. Digga, die Schienen sind so behindert. Oh mein Gott. Ich? Warum? Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Ja doch. Oh mein Gott. Du fährst mit LKW über Schienen. Ja. Also ich versuch's zumindest. Aber jetzt hat's funktioniert. Jetzt kann ich die Winde hier an diese Zug ranpacken? Nee. Oh, jetzt? Yes. Ja, geht. Bin weggezogen. Nice. Der steht nämlich genau in der Straßenüberfahrt, wo du mit dem Truck langfahren könntest. Halt nervig, wenn du dann immer aufhört, du den ganzen Baumstamm mit den Schienen langfahren musst. Ja, das ist nervig. Und wir müssen da öfter hin. Genau. Oh, Boys und Girls, nächste Woche ich wieder Schule. Boah, letzte Woche vor der Prüfung. Ich habe ein bisschen angefangen zu lernen. Nächste Woche kein Stream, in der Woche auf jeden Fall nicht. Erst am Wochenende. Nein, nimm dir die Zeit, die du brauchst vom Land. Ist schön, dass ich mir Zeit für Stranded nehmen kann. Was? Was ist Stranded? Ach, für Stranded Survivalcraft, scheiße! Och man, ich hab den Joke kaputt gemacht. Nein! Oh. Ich bin so ein Kacknoob. Oh, du hast die Stahlträger, gell? Ja. Du musst halt ein bisschen warten jetzt. Ich hole zweiten Truck und fahre schon zur anderen Stelle jetzt. Verbrauchsgüter. Allerdings. Soll ich dir was ausparken? Na, Ref, ich habe auch LKWs, alles gut. Echt? Ich habe auch. Du hast so scheiß LKWs. Doch, hier, ich weiß nicht, dem Caterpillar 770G. Ja, fahr mit dem bitte. Nee, da kann ja nicht mein Hänger zum Kaufen. Hier. Ich kann sie gar nichts machen, außer... Verkaufen. Ja. Ach komm, die Tatra bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Ah, mal Tatra. Ich leg langsam Uhr. Oh nö, der ist ja arschlangsam. Welcher? Der Tatra. Oh, komm. Einen neuen Tatra. Hab den nicht. Kauf den doch. Kann ich den kaufen? Welche Kategorie ist der? Nee, nee. Offroad, glaube ich. Offroad. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht kaufen, aber wir gucken einfach mal nach. Maybe. No, okay. Nee, glaube ich nicht, dass ich ihn kaufen kann. Hat Raphönix, meinst du? Mhm. Nee.
Der ist Mann, erforscht ey. die Welt, um diesen Truck freizuschalten. Wo gibt's denn den Tatra Phoenix? Ah, ist auch in Nordamerika nicht verfügbar. Ich kann dir einen rausstellen. Ich fahre auch einfach den Tatra. Der ist auch okay. Ich mochte Nee. diesen Truck eigentlich sehr, muss ich sagen. Wir sind ja ein Juki, Mann. Was findest du denn so kacke? Ich bin in den viel gefahren. Das wollen wir nicht. Ich muss sagen, ich mag die amerikanischen Trucks mehr wie die Ja, weil sie russischen. besser sind. Nicht unbedingt. Na, die Verladekräne sind ja auch gut, ne? Oder besser. Also, ich muss halt sagen, so die sehen halt einfach auch echt ranzig aus. Ja, aber ist halt Russland so, ne? Würdest du sagen, dass in Russland alles ranzig aussieht? Guck dir mal einen Film an, der in Russland spielt. Also, ist halt auch Klischee, klar, Stereotyp, aber sieht halt tendenziell mehr ranzig aus, natürlich. America. Außer den russischen Korn. Da sieht nicht Was? alles ranzig aus. Titten gefallen dir also? Ja, egal aus welcher Nationalität. Verstehe schon, ne? Du Lüstling, du. Du Lüstling! Ich habe gar nichts gemacht, ich habe bloß gesagt. Ich hab bloß bisschen Titten begrapscht. Begrabst nicht, wäre mir Ja. neu. Irgendwo nicht. Ich glaube nicht, Wenn dass die ich Frau jemanden damit kenne. okay. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der aus Russland kommt. Also, persönlich kenne und echt getroffen, also. Gibt es wirklich bloß Ersatzteile und Metallrohr. Metallrohr sind begrenzt, also. Gibt eine Fabrik, wo man die zu Stahlträger bearbeiten kann. Ja. Walz. Und über den Walzer kannst du aus Stahlträgern Metallrohr machen. Oh, Rev. Was ist passiert? Rev? Was ist denn? Du musst vorstellen, ich habe den Anhänger diesmal nicht hochgefahren. Ich habe den einfach unten hingestellt, damit dann einfach gedreht. Und die Statik einfach runtergebracht, weil das wieder so Ja. arschig wird sonst. Ja. Dann habe ich den unten ra rauf getan, aber noch nicht verladen gehabt. Und wenn du etwas verlädst, was nicht auf den Truck passt, verschwindet es einfach. Oh no. Das heißt, ein Stahlträger ist einfach verschwunden, den ich am Kran hatte. Soll ich noch einen Sprit holen gehen? Soll ich noch einen Sprit mal holen gehen, oder? Muss gucken, es wird sich doch noch ausgehen. Ja, Aber na, nicht mehr lange. ich habe ja eh jetzt Verbrauchsgüter alle hingebracht schon, die zur Zeit, die wir bräuchten. Weißt du, ich hätte jetzt eh Ja, wenn Leerlauf. du Zeit hast, ey, mach. Welcher steht denn da? Das ist der. Alter, diese Trucks haben diese unglaublich. Glaube ich. Nee. Kenworth. Das ist der Arzt, der Kenworth. Der neue. Ja. Boah, ich glaube, ich fahre actually einfach mit dem anderen Truck hier hin und tank den auf. Ich fahre den Kenworth hier nicht weg. Ich bin aber faul. Da, 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 Dort, da. dort. Für welchen fahre ich denn da? Oh. Den Arzt drauf. Ah, der hat nur Sattelkupplung, glaube ich. Holzsäulekran. Oh, ne, da muss alles haben. Sprit, du hast Sprit. Jese. Nimm den AC Phantom, der hat einen größeren Sprit, da kannst du den Generator auftanken. Weißt du, da kannst du den Dings voll machen und den Generator. Reparatur und Betankung. Das sieht aber aus wie ein fucking Feuerwehrauto, Alter, diese Nee, Karre. nicht Reparatur und nur Sprit. Die hat auch schon dort mehr mit, ne? Es gibt einen großen Sprittank neben denen. Hast du vielleicht mehr davon? Ja, der noch mehr, ne? Aber dann muss ich den noch kurz von hier nehmen. 2800, Digga, das ist ja.
krank. Ich geh mal kurz bei mir die Fenster zu machen. Machen Sie das? Ich glaube, wenn das schwer, Standard. Ja, besser so, ne? Verändert das ein Ding am Wasser. Ja, es bringt gar keinen Unterschied, okay. Ich muss sagen, ich mag den in der Farbe echt. Also finde ich nice. Ja, okay. Mal den mal nehmen. Bisschen farblich, bisschen was. Spielen. Scheiß auf Spritverbrauch, wir fahren hier mit dem Tankwagen. Automatik direkt, Automatik ist ja schon. Allrad, erstmal direkt angeknallt. Hallo? Ja. Irgendwas hast du gesagt gehabt, oder? Ja, ich hab mit mir selber geredet, wie immer. So, kurz Tank machen. Ja, weil ich aus dem Fluss raus. Und biegt immer so Tag, ich hab Angst im Dunkeln. Es wird auch schon Tag. Nee, mach schneller Tag. Nee. Doch. Der ist ja schnell wieder nach, wenn ich gleich bis zum Mittag skippe. Ja, kannst du dann nochmal skippen. Und dann ist wieder Nacht. Nee, ich meine, wenn Nacht wird, kannst du dann wieder skippen. Ja, dann muss ich ja noch öfter skippen. Ja. Nein! Ach, ich bin nicht, ich spiele immer. Ja, ich finde das so voll okay, Alter. Es hält sich dunkel. Ich mag keine Nacht. Hast du dich auch nachts gearbeitet? Was habe ich gemacht? Hast du aber auch schon im Dunkeln gearbeitet, oder nicht? Oder? Ja, aber ich mag im Snowrun einfach keine Nacht. Oh, Room! Was ich aber nicht mag. Keine Ahnung. Ah, okay. Ich bin's irgendwie entspannter am Tag, soll ich sagen. Keine Lugen. Keine Eier, ist gut. Keine Ahnung. Schade. Einfach schade. Oh Mann. Genau so wollte ich das haben. Nachtanken. Kannst du den Generator gleich ausschalten? Der ist aus. Ah, okay, dann. Ich wusste gerade nicht mehr, ob ich den ausgemacht hatte. Ey, mein Sprit hat gerade so gerettet, um alles aufzutanken, ne? Ich hab noch eine 40 Liter übrig. Mit Dachbox, mit Fahrzeugtank und Tankanhänger. Tankaufbau. Ja, sag ich doch. Aber ja, I mean, der Generator war halb leer, der Tank, der fast 1,5, so. Der war eine Tank. Gute Idee, oder? Der bin ich zweimal gefahren. Nicht den Azov zu nehmen, meine ich, den Atom. Ich bin auch den Azov gefahren. Ich wollte den. Ja, sag ich doch, war noch eine gute Idee, oder? Ja. Dann halt nicht. Doch, war okay, doch. Muss gerade überlegen, aber ja, klar. So, Ref, ne? Review, ich habe mir den Taschenlampe gekauft, ne? Bitte helfen Sie mir, ich steck fest. Ich bin sehr happy, dass ich einen Taschenlampe gekauft habe, ne? Okay, Jonas. Ja, du hast gehatet und ich hab so, fick dich. Ich helf dir nicht. Aber auch schon, keine Ahnung, über einen Monat, ja. Ja, aber ich hab sie jetzt sehr viel genutzt, muss ich sagen. Also jetzt nicht jeden Tag 20 Stunden, aber in dem Verhältnis relativ viel. Was denn, Riff? Wie helfen Sie mir? Ich bin schon auf dem Weg. Ja, aber als ich die PC zum Beispiel entstaubt habe und gereinigt habe, habe ich die geused. Oder mir ist so eine Couch gefallen, habe ich das geused. Ich habe aus einem Bett gesucht, habe ich das geused. Also echt? Und ich sage, Alter, zum Glück habe ich diese Taschenlampe. Hab meinen runtergeholt, hab das geused. Hab einen Taschenlampe geübt, den richtigen Griff. Weißt du, die ist perfekt dafür. So eine Noob, guck dich an, der ist einfach stark da.
wie er da einfach sitzt, Alter. Wie so ein Penner, Mann. Wieso? Was heißt denn wie so ein Penner? Sitzt da wie, als ist, du kennst gar nicht mein Elend. Doch, natürlich kenn ich dein Elend. Wie? Wie du kennst mein Elend? Ich mach's hier jeden zweiten Tag mit. Nee, meine Rosette brennt voll ganz indische Essen. Also schmeckt. Nee, mein Cock brennt nicht. Hast du den nicht mal ins indische Essen getrunken? Nee. Also ich muss sagen, das Schafe fand ich schon ziemlich geil. Deine Stützen sind bei mir ausgefahren. Solltest du vielleicht mal einfahren, wenn es geht. Die hängen mir an dem Stein fest. Jetzt sind sie ausgefahren. What the heck? Das sieht einfach genauso aus. Bringt es was? Digga, what the hell? Du backst mir durch den Boden. Hä? Die Karre ist einfach stuck? So, zweimal durchfahren ist der Ricky Arsch. Ja. Bitte hören Sie mich, ich bin in Qual. Mein Winde ist zu kurz. Ja, alles gut, ich kann hier hoch. Okay. Er war verarscht, hat er mich einfach. Ja, ich hab dich geprankt, ey. Das ist ein Prank. Prank pro Video? Ja, ich bin dritter Prankbo. Mann, mit 2x5 auch Prank pro Video. Wir kaufen uns 100 Vergiftungsflaschen im Shop und trinken die alle aus in 24 Stunden Challenge. Oder der Game Master kommt und entführt uns. Um 3 Uhr trinke niemals 100 Vergiftungsflaschen, die aus dem Shop aus Warcraft 5 um 3 Uhr nachts. Ja, sonst kommt der Game Master. Und schick dich mit der Gurke. Ja, hallo, ey, ne? Und fick dich mit einer Gurke. Das Alter, kann ich jetzt nicht mehr verkraften. Entweder indische Essen oder Game Master, aber nicht beides, ja? Es tut mir leid, Game Master, aber ich habe mich entschieden, ja? Aber was ist, wenn der Game Master dich mit indischen Essen fickt? Was ist, wenn es der Game Master ist und nicht der Game Master? Bitte, in meinem Kopf ist gerade der Game Master, aber so Fanboy, so mit so Overknees an und so aber, Joker. Aber dieser Game Master Cup Maske und der schwarze Kapuze so. Wie sieht die Game Master Maske aus? Ich kenne die gar nicht mehr. Ist die Anonymous Maske? Oh, das ist die Game Master Maske, ja? Ja. Oh mein Gott. Okay, ich zieh ich nicht mehr. Ich brauch dich gar nicht ziehen. Bist du langsam, Mann. Ich fahr schon Automatik, Alter, ne? Ich auch. Ja. Ne, du musst mich auf Stay vorne wieder ziehen, oder ist wieder Arsch. Ich brauch nicht weiterfahren, sonst kipp ich gegen dich um, weil du bist ein Stein. Dann kipp ich auf deinen Sattel rauf und das ist nicht so gut. Auf deinen Sattel? Ne, Sattel ist ja nicht. Dann häng er da. Griff's der Controller ist ausgegangen. Guck die Batterien für deinen Xbox-Controller. Hab ich doch. Muss ich doch nur wechseln. Hast du einen Akku oder hast du auch noch Batterien gekauft? Oder normale Batterien? Ja, Batterien, weil ich den Akku nicht lade. Hm? Wait, what? Du hast also einen Akku drin, das Akku-Pack ist jetzt alle gegangen. Jetzt machst du Batterien rein. Ja. Warum lädst du nicht beschissen mit Kabel? Wow, weil ich keinen Bock habe auf Kabel. Okay. Good point. Ey, ich hab noch diesen OG alten Wireless Stick für den PC, ey. Der ist einfach riesengroß, aber ist schon mittlerweile kaputt gebrochen. Ich hab ihn mit Isolierband zusammengeklebt wieder, aber funktioniert noch. Ja.
Die neuen... Hä? Ja, damit ist der Controller gerade connected. Ich glaube, mittlerweile kannst du ein paar Bluetooth verbinden, weil ich glaube, früher brauchtest du den Stick für den PC. Aber du kannst auch wieder mit 8 Controller gleichzeitig verbinden. Cool. Aber der ist halt so lang. Der neue ist ganz klein, einfach bloß noch. Ja, hey. Wenn der irgendwann den Geist aufgibt, dann kaufe ich, mache ich mir einen Custom Controller bei Xbox. Das geht auch preislich, ist okay. Ich würde gerne diese gummierte Rückseite, glaube ich, haben. Das ist, glaube ich, ganz nice, oder? Wenn die Griffschalen gummiert sind und sowas. Ja. Einfach Pro Controller holen. Ja, Elite will ich nicht holen. Nee, ich auch nicht, ja. Nee, aber ich finde es ganz geil, du kannst das halt die Farben anpassen und sowas. Du kannst sagen, hey, ich möchte gerne hier andere Farben haben in den Sticks und hinten gummiert. Genau, du kannst jetzt, du kannst sagen, ich möchte die Rückseite gummiert haben und ich möchte irgendwo eine Gravur drauf haben und so Stuff. Mega nice. Ich möchte meinen Kopf drauf haben. Wird das jetzt nicht? Doch, schon. Aber ich könnte jetzt hier Robot heraufschreiben oder so. Bei Gravieren, glaube ich, lasse ich ihn echt nicht, weil. Why? Make no sense. Für was denn? Das kann ich nie verkaufen, wenn ich. Als ob, als ob du den Controller jemals verkaufen würdest. Den ja auch hier an so Fans. Wenn Belle Delphine ihr voll pupstes Badewasser verkaufen kann, dann kann ich meine alten Controller verkaufen, ja? Ja, aber ey, dann ist er noch besser, wenn Robot 1-2 draufsteht. Ha! Ha! Ja, okay. Als ob du jemals die Controller verkaufen würdest. Na, vor allem keinen kaputten! So, Digga, was ist das denn? Ja. Bring ich auf den Elektroschrott und Dennis hat sich das Ding gegessen, wenn er kaputt ist. Ja, genau. Deswegen kannst du einfach kaputt. Und dann kommt der Typ vom Wertstoffhof und reset das Ding auf Ebay. Ja, für tausende Euro. Oh mein Gott, der echte Roboter! Und dann packt er noch zwei Schamhaare von sich und sagt, oh, mit Schamhaare dran, ja. Ja. Du bist mehr wert. Und sagt, oh, sogar draufgepisst von Roboter. Ja. War jetzt uns weird, Ref. Aber was hast du. Also, ich habe irgendwas ganz bitter, der viel eine Sexpuppe von sich gemacht hat. Das habe ich mitgekriegt. Ich habe den nicht gesehen, wie die aussieht. Hat die ein Gesicht? Es muss ein Bumsklumpen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon von OnlyFans Damen gesehen, so, also Damen, sorry, ich meine Schlampen, dass die so Pussy-Klon machen. Ja, das ist aber schon lange ein Ding. Das gibt schon lange sowas. Ich habe gesehen, irgendwelche OnlyFans-Bitches haben mit einer polnischen Brauerei, glaube ich, war das zusammen, Bier gemacht aus ihrer Pussy. Du brauchst zum Bieransatz brauchst du eine Startkultur. Du brauchst Pilz oder sowas, oder? Hefepilz hast du mal eigentlich. Und ja, die haben sozusagen mit. Ja, das hab ich gesehen, glaube ich, ja. Genau, mit dem Hefepilz und mit Juice. Auch daraus haben die dann ein Bier gebraut. Denkst du, Alter. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das. Also ich mag schon kein normales Bier, ich glaube, das wird jetzt nicht besser schmecken. Doch, das schmeckt. Schmeckt mega toll bestimmt so, keine Ahnung. Die machen auch bestimmt so Mischbier, ne? So Grapefruit Panna Cotta oder sowas, ja. Oder Traube Minze oder sowas würde ich gerne haben da, ja. Grapefruit Pussy, Alter. Ja, Dragon, hallo. Na, du bist bei den besten Themen, kommt Dragon wieder an. Hallo, Dragon, ne? Hallo. Ja, was ist mit Fairy Eyes to Dragon? Wann kaufst du den? Hast du jetzt schon gesehen, Max, kennst du das, kennst du Mert? Mert Matan? Ja. Der den Gay-Prank gemacht hat, wo sein Vater ihn geschlagen hat? Nee, ich weiß nicht, ob wir den gleichen Mert meinen. Wenn das Mert Matan ist, dann ist es der gleiche. Ich weiß nicht, ob das Mert Matan ist. Auf jeden Fall kann sein, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall hat der Typ eine eigene Wurst rausgebracht. Eine eigene Wurst, so was du aufs Brot machen kannst. Sucuk. Ja, aber ist Sucuk so eigen von dem? Oder ja, aber ich schmeckt nicht die meisten Sucuks einfach gleich, so als wenn ich Mortadella rausbringe. Die schmeckt von jedem Hersteller gefühlt gleich, so. Ja, keine Ahnung, ich sehe nur die TikTok-Edits so, Bro, alle machen Eistee und Mert macht einfach Wurst, Digga. Klingt jetzt auch nicht geil, ich fand Sucuk auch nie geil, muss ich sagen. Ich hab's mal probiert, aber ich komme nicht ran, glaube ich, so richtig. Oh, ich find's lustig. Ja, aber ich meine, ich komme nicht an Sucuk vom Geschmack heran. Oh, ist okay. Okay. KP, wo ist denn? Gibt dich auch nicht, Jürgen. Ich finde bloß die Reddits, wo die Bilder reinschicken.
geschickt haben, so, aber die gibt's nicht zu kaufen. Maybe fake, aber die haben so eine IC-Flasche gemacht, einfach. Da hat einfach der Amazon-Lieferant reingepisst, okay? Ich dachte, wenigstens der Ferry-Dude hat da reingepisst. Aber der Amazon-Lieferant macht's jetzt nicht besser. Alter, oh. Also, hast du gesehen, wie viele Pakete so ein Amazon-Lieferant ausliefern muss am Tag? Hast du gesehen, wie viel jeder andere Paketlieferant ausliefert jeden Tag? Ja. Viel? Du weißt, dass ich da schon mit war? Ja, yeah, I know, Joe, I mean, yes, aber die pissen gerade in eine Flasche, ich meine, die, wie auch sonst. Die pissen ja auch im Lager in eine Flasche. Da sag ich dir halt ehrlich, nö, mach ich nicht, sowas. Nein, aber ich war doch so ein Ding in Amerika, dass die keine, nicht genug Zeit hatten für Toilettenpausen und dann halt in Flaschen gepisst haben im Lager da. Mhm. Weil die Toiletten halt so weit weg waren, dass sie das nicht geschafft haben, in ihrer Pause auf Toilette zu gehen. Das muss erstmal schaffen, Alter. Ja. Aber gut, die das haben halt so. Halt die amerikanischen Arbeitsverhältnisse. Auch, und die haben halt so in bei Amazon und so Dings, Versandhäuser haben die halt so Security Checkpoints, dass die halt immer so erst Taschenkontrolle und sowas machen, bevor die raus dürfen, dass die halt nichts klauen da. Macht ja Sinn, wenn du da halt ein iPad 15 Pro Max Ultra Keck halt einfach so unter den Hoodie steckst, so. Ja, und dann was, ja, ich muss kurz Toilette, lol, und dann ist die Hälfte Lager weg einfach, ja. Jetzt so, einfach in den Arsch gesteckt. Im Prison Pocket haben die, gucken die garantiert nicht nach. Ja. Ja. Glaub ich auch. So gute wie, ich hab gestern eine South Park Folge gesehen, wo Eric Disneyland ins Prison Pocket gemacht hat. Er hat Disneyland ins Prison, ja. Ganz Disneyland? Ja. Weißt du noch, wo Eric in den Knast kommt wegen Hate Crime? Und da ist so ein Schlittenrennen. Max? Ja, dann Max, bitte komm. Hat Jamie gerade einen eigenen Award gemacht? Nee, das ist Goody und DTC. Ich war gerade so, Digga, was geht jetzt schon wieder ab hier? Das ist von Gulli und Letiz, das habe ich vorhin bei Gullis Kanal schon gesehen. Ach da, Gulli und Leckt haben eine Art Stream Award und Leckt. Brauchen ihre Hilfe. Letiz, was Leckt. Für Leck, Alter? Leck Eier, Er leckt, der hat schlechte Piegen. Digga, Leck Eier, Mann, wirklich. Ah, danke schön, boah, Hilfe. Können wir bitte den Minecraft Sex Clip dort einschicken? Max, ja? Was ich eigentlich sagen wollte, was du, kennst du die Folge, wo Carmen verhaftet wird und in den Knast kommt? Ich glaube nicht. So, ich habe alle geguckt, aber ich kann mich nicht erinnern. Auf so Stelzen. Und dieses Kind, das ist sozusagen der Knastboss und das ist Carmen sein Zellengenosse. Und der hat gesagt, ja, ich würde so gern Disneyland sehen. Oh. War das so ein Teil der Mexikaner oder Spanier oder sowas? Nee, das war so. Okay. Der hat dann, nee. Okay. Ja. Und der hatte, ja, ich würde so gern Disneyland sehen. Oh. Und weil er, weil Eric ihm geholfen auszubrochen. Nee, warte mal. Er hat Eric geholfen auszubrechen. Und deswegen hat er in den Knast Disneyland geschmuggelt. Im Prison Pocket. Digga, hör mir auf. Dann so, oh, keine Ahnung, ich kenne die Abteile von Disneyland nicht, hier ist das ich auch nicht. Disney Schloss, oh, und man hört so Scheißgeräusche nebenbei. Klassischer South Park Humor. Ja, und der Junge steht einfach nur so, oh mein Gott, Disneyland. Geht der ins Prison Pocket rein oder zieht das in der Zelle raus? Nee, der kackt das raus. Oh no, oh no, hell no. Oh, der hat sich Bohnen gekauft. In Karten in seinen Arsch, wahrscheinlich. Digga. Der hat, wenn er halt fucking das Disneyland Schloss in der Prison Pocket ist gekauft, der kackt da rein, so. Oder ey, wo er Zigaretten in den Knast geschmuggelt hat, dann die in einer halben Stunde ausgekackt, dann hat er gespült. Nein. Ja, wenn du 12 Jahre deines Lebens jeden Tag nach dem Kacken spülst, dann geht das einfach im Blut.
Achso, eine Nachricht wird zurückgehalten. Also fickt die Umwelt wie in Real Life. Ja, kann man so. Ich gucke gerade. Ich suche gerade. Ja, Dragon, ich suche gerade, ob ich einen guten Clip habe, den ich einsenden kann. Aber ich glaube nicht. Also doch, ich habe schon coole Clips, aber ich glaube, ich finde jetzt keinen, wo ich sage. Was soll man da einsenden? Clips! Ihr könnt ihr wunderbare Clips oder andere Streamerlebnisse 2024 einsenden. Ach so, ja, okay, das ist schade, das ist zu alt. Lol. Aber war nicht irgendwas voll Lustiges in den letzten SnowRunner Streams? Mit Team seinem Loch? Also es gibt beste Streamer, bestes Du, lustigste Momente, beste Rage-Momente, Cringe-Momente, also bei Cringe sich auf jeden Fall. Perfect Timing Moments, ja, Community Momente habe ich glaube ich jetzt nicht. Best Lose Moments, Host Moments, Versprecher Voice Cracks und verrückteste Moments. Verrückteste glaube ich, ja. Deine Com muss das machen. Warum? Auch. Ah. Dragon, kannst du bitte einsenden? Kann ich machen. Dragon, aber Ref auch, ja. Sucht einfach Clips, wenn ihr wollt. Schade, Mann. Ey, wirklich, frag nicht Nein. mal mich. Nein, hallo. Ihr könnt gerne, wenn ihr lustige Sachen habt, könnt ihr das gerne einsenden. I don't know, es gibt bestimmt genug, es gibt genug weirde Scheiße. Das ist einfach schade, Max. Was? Das ist einfach schade. Einfach schade. Oh, macht für mich, hahaha, huhuhi. Ich bin gespannt, wo die Streamouts veranstalten, damit wir eingeladen werden in. Hier, warte mal, Max hat uns zerstört. Was ist das denn für ein Clip? In. Was ist ein krasses Gebäude? Ey, Philharmonie möchte ich gerne die Preisvergabe haben, ja? Oh. Lol. Wünsche und Anregungen haben Leute schon was reingeschrieben. Hui. Dass Invisible Frames und Movable Armor Stands gibt. Okay. Dass SC5 ein Farming-Welt bekommt. Okay. Interessant. Wünsche mir Lichtblöcke. Als ein Crafting-Rezept, damit man eine schönere Welt ausleuchten kann und nicht überfuckene. Alter, hier sind gute Wünsche dabei. Ich finde das mit den Köpfen cool. Ja. Max, wie wär's denn mit das Gruppending? Könntest du doch einsenden. Das Gruppending? Clips heißt er anklicken. Wie kann man von dir alle Clips sehen? Auf Twitch gehen? Nee, es geht nicht. Man kann nur doch. Top 24 Stunden, Top alle, Top 7 Tage. Ja, Twitch ist kacke. Jürgen, wir machen deine Bohnen gleich natürlich noch. Keine Sorge. Du kannst nicht alle deine Clips sehen, das ist voll Arsch. Sicher? Also ich werde wahrscheinlich wieder. Auf. Warte mal, ich gucke mal sehr. Ich gucke uns mal jetzt einen coolen Streamer an hier, ja. Was macht der denn hier? Okay, ja, keine Ahnung. Ist mir egal. Lol. Da muss ich offline sein, oder? Ich sehe nicht mal meine Videos. Wie sehe ich die? Komme ich jetzt? Ach, da. Videos. Nicht bei deinem Profil. Mach es bei einem anderen Profil. Bei deinem Profil siehst du ja viel mehr, wenn du da angemeldet bist. Du siehst natürlich alle Clips. Du wirst wahrscheinlich alle Clips sehen. Das ist ja. Makes sense so. Ich gehe in einem privaten Fenster herein. Jetzt bin ich im privaten Fenster, ich bin nicht angemeldet. Privaten Fenster herein. Oh, shit. Stummschalten. Alle Videos, I guess. Ja, hab ich gemacht. Und dann guckst du weiter. Top alle. Und dann hast du alle. Top alle, das heißt aber nicht alle. Ja, Twitch zeigt aber halt nur die an, die Attention gekriegt haben. Also Twitch filtert nur nach die halt Reichweite bekommen. Ja, aber die anderen Clips halt nicht, weißt du, die guten. Aber bei dir ist halt das Ding, viele gute Clips haben halt keine Attention bekommen, weil ich automatisch geklippt habe. Ja, genau, zum Beispiel. Weil ich die über das Fußball klippe, genau. Aber ich sage Top 30 Tage.
Dennis da, Fanboy schleppt mich ab. Danke für 6 Jahre, ja, Leute. Ja, aber da ist halt nur Top 30 Tage, weißt du? Yes. Was gibt's denn hier Tolles? Ist halt Arsch. Arsch. Max, kannst du die Ersatzteile bitte abliefern? Ja. Mach ich da? Ich weiß es nicht. Der Clip war einfach boring. Cool. Cooler Clip. Schön, dass er auf Top ist. Bergen, du kriegst natürlich noch. So. Wenn Spur wieder Köpfe sammelt, sprenge ich die Base. Nein, es gibt keine. Kein Problem, Dragon. Es droppen keine Spielerköpfe. Genau aus dieser Problematik, es werden keine Spielerköpfe droppen. Also, Dragon, kein Problem, wenn du meine Base sprengst. Es wird nicht gegrieft, hallo, Leute. Mach ich. Nee, es gibt kein Greffen. Bitte, danke. Und es wird keine Spielerköpfe geben. Weil. Nein. So nicht. Dass jeder Zugriff hat auf jeden Kopf. Wieso nicht? Nein, warum? Wieso nicht? Wie wird es denn jeder Zugriff auf jeden Kopf geben? Oder wenigstens auf seinen eigenen. Why? Wie why? Als Deko? Nee. Gibt's nicht. Ja, sorry Max, nur weil du nichts dekorierst, weil du alles... Nein! Wir haben entschieden, dass es keine Köpfe gibt, Spielköpfe. Du kannst einen Spielköpfe benutzen. Das finde ich kacke. Also höchstwahrscheinlich. Mal gucken, was Jamie noch letztes Mal zugeschrieben hat, aber höchstwahrscheinlich wird es nicht das geben. Und wenn es Köpfe geben sollte, Spielerköpfe... Ja, weil das Spielerköpfe... Wenn es Spielerköpfe geben sollte... Dann nicht durch das Töten des anderen Spielers, sondern durch Kaufen. Oh, ich finde auch immer schade, dass da dass so ein Geheule entsteht, deswegen. Das muss doch nicht jeder mitmachen. No? Was? Nur wenn einer irgendwas sammelt, muss doch nicht jeder da sagen, jo, bin ich da voll dafür, unterstütze ich dich. Wenn das dein eigener Grind hat, dann irgendwie destroyed halt. Den Grind, also, na, du. Du weißt, was der Sinn hinter Stranded war. Ja, so wusste ich bei dem Löschen. Ja, Ref, ja. Ja. Wo. Ach, Ref dreht da gerade noch. Okay. Essi, Ref fighter gerade mit der scheiß Engstraße da. Ich musste erst mal. Ich mach deine Bohne, mach ich mal. Ich hab schon neue Bohnen gekauft. Wir haben also zwei Bohnen hier noch drin. Mal gucken, welches wird. Einmal blaue und einmal eine grüne. Eine grüne. Also Popel oder saftige Birne. Oh Gott, die Kämpfe rutscht. Shit. Ah, ist Popel. Digga, warum schmeckt es so salzig? Muss ich hin zur Holzbrücke? Mm-mm. Da wo ich stehe, die Südbrücke, hinter Bahnhof. Da wurde die Zugabgabe auf einer Seite davon. Sag das doch. Nee, Popel habe ich besser. Also, besser in Erinnerung. Der wird ganz komisch, wenn er alt ist. Find witzig, wie er sich deshalb, dass er ein Joke war. Alles nur ein Joke. Aber hallo, alles. Ja. Kann mir einer erklären, wo ich diesen Furry Eis herkriege? Nee. Wo du was herkriegst? Diesen Furry Eistee. Natürlich. Was für Furry? Ich will Digga, ich weiß jetzt den Stream nicht, um was es geht. Dragon hat mir irgendwann einen TikTok geschickt. Es gibt anscheinend einen Eistee, da ist halt ein Furry drauf. Und Dragon meinte so, ich soll den probieren. Ich meinte so, ja, hey, wenn ich den irgendwo kaufen kann, dann nicht 7.000 Euro kostet für eine Flasche und da nicht Pisse drin ist, dann, ey, na, ich weiß nicht,
8 Euro kostet und 5 Euro Versand, denn ist schon teuer, aber ich würde ihn tryen, einfach für, hey, wir haben noch ein Getränk, was wir mal testen können, why not? Aber wenn es für Kostos wäre und Pisse drin wäre? Denn nicht! Oh, der Zug steht bei mir in der Luft. Ah ja, bei mir auch. Was für einen Furry Ass. Nicht Furry Ass, Furry Iced Tea. Also, ja. Max, du hast den Zug echt kacke hingestellt. Nö. Wir hättest ihn noch ein bisschen weiter zurückschieben sollen. Weiter wegziehen, oder? Ja, da also, steht echt scheiße hier. Ich bin einfach anders gefahren, also bei anderen Schienen einfach lang. Also ja, ich habe ihn einfach umgekippt, kein Problem. Ja, oder so. War eigentlich ein Versehen, aber... Achso, was ist dieses Cherry Blossom Iced Tea Ding? Ich hab irgendwelche TikToks mit diesem Song nicht. Was für Cherry Blossom Iced Tea? Was habe ich verpasst? Was ist das? Was ist hier los? Kann mir einer diese Meme erklären? Warum ist der grüne Song eskalieren? Scheiße. Kennst du das, Ref? Nee. Anscheinend nicht. Okay. Dragon, maybe. Wahrscheinlich. Muss gucken, ob du vorbeikommst da, Ref, ne? Ich bin extra vorbei, bin weggefahren. Oh nein, ich komme nicht vorbei. Nice. Kann man auch wieder zu viel geholte Fracht abgeben oder sowas? Was kann man? Wenn ich eine Fracht zu viel gehabt, kann ich die irgendwie abgeben oder so? Kannst du machen. Geht das? Ich glaube nicht, oder? Ja. Klar, ins Lagerhaus kannst du alles packen, was du willst. Ich meine, es ist unendlich da, also eigentlich kackegal. Na dann. Mach die Scheiße einfach raus. Immer den Steven. Ich mach kurz Unterbodenwäsche, okay? Au, oh, oh. It's okay. Hui! Okay! Top! Warte, ich komm hinterher. Nee, das ist. Mit dem ISD, keine Ahnung. Okay. Alter, was? Der Trunk läuft nicht mehr ab hier! Ist das dumm? Darf ich kann einfach durchfahren? Komm auf! Dieser Truck, Alter, wirklich, er macht mich kaputt. Hey, hallo, komm ins Wasser, bitte. Hey. Shit, ey, der Truck ist zu wasserfähig, ey. Oh no. Noch ein bisschen no. Wasser langfahren. Im Haar natürlich hier lang. Die Fracht ist entladen, upsi. Verstehe ich gar nicht, warum, und ich sie entladen. Voll unrealistisch, ey. Gefährlicher Wasserstand, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Mann, warum ist der Truck kein Boot, Ref? Wie kann das sein? Ich kann unter Wasser hupen, ist das dumm. Warte mal, wo bist du? Wo das Wasser sich bewegt, wenn ich hupe. Warte, merke ich mal noch nicht. Warte mal. Fotomodus? Freie Kamera? Ins Menü gehen. Also, wo du auch, hingehst. Ah, guck mal, ich sehe so Trucks. Lol. Wie, wo ich Dings mache? Du drückst auf die drei Striche. Wo du auf Weiter, Kurs, Einstellung, bla machen kannst. Da gibt es X für Fotomodus und dann drückst Y für freie Kamera. Der Himmel sieht auch geil aus. Da fliegst du ins Wasser. Der war Riff. Meiner ist hier. Alter. Und Riff, sein Kenny steht hier. Und der T-Truck steht auch hier. Verstehe ich jetzt, dass der nicht mehr fahren kann. Der Himmel sieht nice aus, ne? Ja, warum sieht der Himmel so komisch aus? Der sieht irgendwie cool aus. Irgendwie die Sicht zu unscharf, wenn man nach oben guckt, oder? I don't know, bergen wir mal die nasse Kiste hier. Hey, ich geh auf Toilette, bis gleich. Nö.
Cool. Wenigstens ist heute keine Werbung mehr da. Haben Sie eine Vermutung, wer Miss Evergreen ermordet hat? Das können wir schon wieder auf TikTok bringen, ja? Mach das bei den ganzen Apollo rein. Die Frage ist, soll ich das generell machen? Also, ich würde nicht für jeden Film den extra Kanal Apollo machen, sondern Leute müssen halt reinschreiben, was sie haben wollen, würde ich sagen, oder? Oder die Marke. Dann hat gesagt, bitte wieder Farbe, das sieht komisch aus. Aber Jasmin, die sind doch. Ja, du hast es gekauft, kriegst du wieder Farbe. Ja, bitteschön, ja. Oder auch nicht! Ah, ist ein Prank! Ah! Aber nicht auf einmal, ne? Nicht, dass du jetzt enttäuscht bist und sagst, ey, ich wollte aber unbedingt alle auf einmal. Das möchte ich vorweg sagen, ja? Wenn du dich für die Wahl mit einem sehr stark gemixten Mischgetränk besteht auch. Musst du wissen. Jetzt wieder. Looks like I'm late. Die Hälfte nicht Ref geben? Achso, nein, klar. Ach, shit, ey, ich kann ihn auch immer zu entmuten, aber gefühlt kann man jeden von diesen Clips, der hier gerade lief, einschicken, weil irgendwie klang es schon, nur vom Zuhören klang oft schon lustig einfach, aber die sind, glaube ich, einfach allzu alt, Alter. Ja. Ich muss mehr lustige Sachen machen, oh no. Ich habe mir was zu essen geholt. Ja, du auch? Was hast du zu essen geholt? Hast du bestellt? Nein. Ne? Ein Tiefflug besser. Nice. So. Ich geh mal kurz was trinken holen. Davon kann ich nicht gefragt, was ich mir geholt habe zu essen, ja? Oh. Haben die Brücken repariert? So. Zwei Holzplanken. Überall. Easy peasy, wieder zwei Stück. Ja. Okay. Noch zu erledigen. Hier aus dem Dings reinschreiben. Oh, Jamie. Ach, Mann, ey. So, und die Podcast-Liste braucht Jamie jetzt nochmal. Opa. Ja, meine Mütze so. Das sieht aus wie Katzenfutter. Was sieht aus wie Katzenfutter? Wollte ich esse. Baby ist auch Katzenfutter. Aber hey, ich habe mein Geld für Indisch ausgegeben, also bleibt mir nur Katzenfutter übrig heute. Zum Abendbrot.
Also hast du dir jetzt einfach eine Dose Katzenfutter aufgemacht? Ja. In Scheiben geschnitten und gesnackt. Was hast du in Scheiben geschnitten? Das Futter. Hast du legit das Katzenfutter gefressen? Ja, nice. Box, Wilhelm, so machen wir jetzt. Holzbrücke machen jetzt. Ich hole zu Holzbretter. Dann kann ich die Brücke reparieren. Also, du kannst schon andere anfangen. Ich glaube, wir wollten doch. Weiß ich gar nicht, was wollten wir machen? Da brauchten wir die Brücken, glaube ich, für. Ja. Ich wollte, ob ich das Abgeld einsammeln. Deswegen brauchten wir die Brücken. Ja, aber es ist kein Katzenfutter. Es ist, sieht ja aus wie Katzenfutter. Es ist so Fleisch aus der Dose. Es nennt sich Frühstücksfleisch. Ich habe keine Ahnung, da ist irgendwie Schwein drin und Schweinefett. Also Bauchfett. Sehr gekuttert, das ist wie so eine Fleischwurst von der Konsistenz her. Sehr weiche Wurst. Box, wie wär's, wenn wir einfach kurzes Rohr machen? Ja, ich mach mal die Brücke fertig, ne? Wie gesagt. Ja. Du kannst schon mal anfangen, wenn du willst, großes Rohr. Kran oder Sattel nehmen? Ich nehme den Kran gerne. Und du den Kran. Nimm du den Kran, Max. Hm? Ey, Max. Mhm. Nimm du den Kran. Mhm. Max, weißt du was? Jamie hat geantwortet. Auf? Auf meine Nachricht. Welche? Er hat mal wieder den Link zur To-Do-Liste verlegt. Ja, ey, Jamie, du hast mittlerweile zurück in unserem Chat angepinnt. Aber hey. Sag ich doch. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich kenne den Jungen einfach. Fast jedes Mal. Oder? Ist es im alten Account noch angepinnt? Ist es im alles gut? Es ist im alten Account noch angepinnt. Ich pinne dich auch nochmal an. Ja. Ich pinne dir die Frise an. Du brauchst auf jeden Fall einen Schwerlastkran für lange Höhen oder so. Oder für hohe Höhen oder so. Also den besten Kran. You know? Max? Den Farbe ist denn der? Den besten Kran. Es gibt einen Schwerlastkran und noch einen Schwerlastkran für irgendwie für große Höhen. Ich weiß nicht, ob wir da mit normalen Kran hinkommen, deswegen. Ja, schreib aus. Auf jeden Fall, dieses Fleisch ist echt. Ist super salzig, aber irgendwie lieb ich's. Ist manchmal so auf dem Brot drauf. Aber es musste literally weg, glaube ich, langsam. Dann habe ich gegessen. Ist es legit Katzenfutter jetzt oder was? Es ist nicht Frühstücksweise, ist auch in der Dose, aber ist so 10 Jahre alt, so gefühlt, was du in einem Bunker fressen könntest, so ja. Also mindestens. Es hat so, wie gesagt, sehr stark, sehr salzig ist, aber Fleisch, ist immer so viel Fleischwurst in einer Art von Konsistenz, aber anders gewürzt. Aber I like it. Max, Frage. Kannst du Tag machen? Ich dachte, ob ich den Kran fahren möchte. Würde ich machen. Kannst du Tag machen? Ich fahre den Kran. Kannst du Tag machen? Ach so, ja, Tag kann ich auch machen. Aber ich fahre auch den Kran. Falls das deine Frage war. Ich würde eigentlich. Meine Frage war der Kran. Der Tag. Der Kran, ja? Und kann ich mit der Nacht machen, ja? Der Kran, also den musst du jetzt fahren, weil ich schon den Hänger habe. Oh je, maybe wird Sonntag das Stream nichts werden, ich sehe schon. Wieso? Ich habe so viel auf der To-Do-Liste noch zu erledigen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Mit geballter Manpower. Also manche Sachen gehen schnell wahrscheinlich. Aber so Tutorial-Videos aufnehmen und Regelwerk schreiben wird dauern. Wenn ich dir helfen kann.
Alles gut. Also, ich glaube nicht. Weil du kennst ja die Funktion ja auch nicht. Du musst mir damit erstmal reinfuchsen in das Plugin, in die Funktion. Meistens so toll wie es toll wieder auf, denkst du, ja, easy peasy, erklär irgendwas. Denk ich so, fuck. Warum ist das broke? Warum geht die seine Mechanik nicht so? What the heck? Dann klappt ich dann eine halbe Stunde rum, stell welche Sachen um und ich so, jetzt, okay, nehme ich das wieder neu auf. Also es zieht sich einfach so durch unvorhergehende Sachen einfach, zieht sich das manchmal so ewig lang. Ich habe schon, ich glaube, 5 Tutorials habe ich mittlerweile aufgenommen. So, ich bin da, du musst noch mit dem Kran kommen. Naja, ich kippe das Holz ab. Oh, let it go. Ja, keine Ahnung, Max. Ich weiß nicht. Das ist die Holzbrücke? Okay, ich wollte schon sagen. Was ist das? Wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid. Actually nicht, wir haben ein bisschen so Beta-Tester gehabt, also Kevin war kurz da und Sidney war glaube ich auch irgendwann mal da. Die haben so ein bisschen getestet, so ob irgendwelche Sachen nicht gehen am Spawn, welche Chat-Comments nicht usen können oder whatever. Truckliste angucken. Oh. Ja, rap ja für den Boah Truck habe ich ein Federungsupgrade erhalten für den Boah Truck. Ja, ich habe den Boah Truck. Ein Boah Truck, ey. Warte, ich muss den Akku wechseln. Es tut mir leid. Aber hier sehe ich den Headset-Akku. Leider RIP gegangen. Ja. Passiert. Was für ein Boah Truck? Boah Truck heißt es einfach. B-O-A-R und Boah? Dann 4 B-O-A-R, Boah 45 381, dafür habe ich eine Federungsupgrade erhalten. Ja gut. Boah. Okay, ja gut. Da haben wir den Salatreff. Mann rein in die Futterluke. Korrekt. Dr. Freeman, warum ist nicht einfach nicht Roboter, also ist toll. Nee. Schwer, dass Kran für extreme Höhen brauchst du, ne? Ja. Okay. Dann fährst du einfach da, wo ich bin, runter zur Brücke. Und von der Brücke aus hebst du das Ding einfach hoch. Holzbrücke sieht aber echt kacke aus, muss ich sagen. Ja, sehr. Also instabil, ob ich da mit LKW drüber fahren würde. Aber die scheint die nicht stabil. Mit echt meinst du? Locker. Walla. Gar keine Problem. Walla Villa, ey! Sag Walla. Walla! Da hinten? Also ich muss vorfahren auf die Brücke sozusagen, ist der Plan. Alter, ist das ein dickes Rohr. Ui, die Futterluke, die dicke Rohr. Dann machen wir das so, damit ich nicht unnötig lange weg bin, reiß waschen. Wir machen ein langes Rohr noch fertig und dann machen wir einen Cut für heute. Okay. Ich sag mal, jetzt ist schon 20.20 Uhr. Das ist eine gute Zeit, wenn wir das. Ist das so lange Rohr fertig, aber es ist locker 21 Uhr. Hä? Wollte ich 21.30 machen? Ja, aber wir können ja noch mal Reis kochen und sowas. Reis waschen, kochen, das dauert ein bisschen. Jese. Magst du im Call bleiben? Wenn ich Reis koche? Ja. Aber du hörst mich nicht, wenn ich Reis koche. Du kannst ja Handy-Call kommen oder so. Damien auch gefragt, ob wir heute noch was machen können, you know? Mann, ey. Ja, nein. Das Problem ist, Ref, ich bin morgen übermorgen nicht da. Ja. Weißt du, ich kann nichts mehr machen. Ich kann bloß Sonntag was machen noch. Und danach bin ich die Woche wieder nicht da. In der Schule. Also ich komme halt zunächst leider. Ja, alles gut. Ich würde dich da auch mit reinnehmen in den Call. Bloß,
ich versuche halt auch von den Leuten, die ich so kenne, halt nicht viel zu zeigen. Weil es ist ja... Max. Ich doch, bin ja nur ich, Mann. Ja und? Aber... Ach, I mean, es ist trotzdem... So, ihr sollt euch das trotzdem noch freuen. Ich meine, du ich hast ja jetzt... Du weißt ganz klar, dass ich Überraschungen hasse. Ja, ich meine, du kennst auch schon viel vom Spawn. Und ich meine, der Spawn hat nicht, wird sich nicht mehr groß ändern. Das Einzige, was du halt nicht kennst, ist halt, so, irgendwelche Comments oder sowas halt, ne? Aber das, ja, gibt's ja nicht Tutorial-Videos. Nein, aber die brauchst du ja, um irgendwelche Features zu nutzen, zum Beispiel später halt. Ja, aber ey, dann ist doch nicht schlimm, wenn ich dabei bin, so. Was viel zu zeigen. Da ist Dragon wieder dabei, ja. Bei viel Dragon zeigen, Dragon, ja. Denn, Zehner PayPal Dragon, da können wir... Dragon, oh mein. Zehner Sub-Bombe, dann zeigt er dir viel. Muffin hat für einen Zehner Private Stream gekauft, sage ich, ja, nur. Soll ich vorwärts rauffahren? Ist egal mit dem Kran, oder? Ist wurscht, ja, fahr einfach runter. Aber ich finde, das Gelb von dem Truck passt sehr gut zum Kran. Mhm, und mein Blau passt gut zum Anhänger. Oh, er wäre mit dem Cheat-Truck einfach, oh mein Gott. lass mal, oh ja, Mann. Das ein bisschen tricky ist und der Kenwolf kann keine niedrigen Anhänger nehmen. Und dann kannst du nicht Arme und Roboter unterstützen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Tiger da dahin komme. Ist das ein dickes Rohr, Alter? Soll ich das von der Brücke aus versuchen zu kranen, ja? Ja, ja, das... Ach du Scheiße, Digga, die Brücke sieht ja richtig trustvoll aus. Das geht. Mach dir keine Sorgen. Die wackelt, Ref! Mach dir keine Sorgen, ich hab das schon mal gemacht. Digga, die Brücke wackelt, oh mein Gott! Max, du musst halt dann rechtzeitig aus dem LKW springen, gell? Okay. Ah ja, die Schützen bringen schon mal viel. Okay. Geil, Alter. Ich bin nicht in der Range, um das zu greifen. Soll ich das greifen? Obwohl nicht, ich kann ja keine ausfahren. Ja, der grüne Kreis verschiebt sich ja. My big sense. Ey, Mann, wegen der scheiß Gelände schiebt der Anhänger nur geradeaus und macht keine Kurve, Alter. Gibt der LKW? Ist die Chiefers oder sowas? Musst du mir sagen, Griff. Nee, alles gut. Alles gut? Fühlst du dich so gut, Alter? Was denn? Soll ich sagen? Oh nein! Der LKW kippt gleich! Oh ja, mein Roboter, Gott! Ja, Roboter, pass auf! Ohne Art, ja. Steigst du denn aus oder? Nimmst du nicht rumbuggt mit dem Rohr oder buggt das nicht so buggy mit dem Rohr? Nee, das buggt nicht, keine Sorge. Okay. Wann streamst du charged? Was für charged? Changed. Changed. Was ist das? Wahrscheinlich ein Game. That's right, das wird wahrscheinlich ein Game sein. Lass los! Danke. Nice. Easy peasy, Alter. Wenn ihr Hilfe euren Kran braucht, Roboter 112, euer Kranfahrer Vertrauens. Ein Game für Max. Was heißt denn, ein Game für mich? Oh fuck, ich komm nicht wieder runter. Dragon meint einfach Max Verstappen. Max Verstappen. Wer ist das? Oh mein Gott, dein Ernst? Ich hab keine Ahnung, wenn das ist irgendein Formel 1 Fahrer oder so, dann denke ich mir so, ja, ist mir kackegal. Das ist der Nummer 1 Formel 1 Fahrer. Digga, ich hab dir gesagt, Autos im Kreis, das ist mir so scheißegal, Digga. Digga, weil man kennt doch Max Verstappen. Digga, ich kenn keinen. Fahr hier hoch und dann links in die Firma rein, da ist der LKW, den du benutzt, den du nehmen kannst.
Nee, das ist schon ein Game für dich. Oh boy. Gibt es überhaupt auf Steam? Alles, was auf Steam ist, ist böse. Nee, aber wenn es irgendein Corny Game ist, gibt es halt maybe nicht. Obwohl, auf Steam gibt es nur noch Corny Games. Hast du schon gesehen, nur noch mit. Also, dass in Deutschland nur noch die Spiele ja. mit so einer Zeichnung. Ah, das ist irgendwie gleich wrong. Ja, genau. Mega dumm. Ja. Wir kommen wieder in der Zeit, wo wir Spiele wieder indizieren. Bin gespannt. Also indizieren wir jetzt ja keine Spiele mehr, zum Glück. Früher wurden deutsche Spiele wirklich aktiv verboten. Die deutsche Garde, die sind zu schlecht für unsere Jugend. Das ist illegal, dieses Spiel wird indiziert, es darf nicht verkauft werden. So wie Dying Light. Nee, warte mal. Ja doch, Dying Light. Das war ein, ich weiß noch, ich glaube auch so Postel und sowas ist indiziert gewesen. Ein deutscher Kollege damals, mit dem ich immer gezockt habe auf Xbox. Und der ist extra nach Österreich gefahren mit seinen Eltern und hat sich dort Dying Light gekauft. Ja, basically jedes Spiel, was einen Hakenkreuz hatte, wurde indiziert. Deswegen gab es extra so von Wolfenstein und so deutsche Versionen. Das waren auch die einzigen Versionen, die einen deutschen Ton hatten. Die anderen hatten halt keinen deutschen Ton. Dafür war es auch, wenn sie eh nicht spielen können. Aber halt, wenn du aus Österreich kommst, dann musst du halt die deutsche Version nehmen, so, wenn du einen deutschen Ton haben willst. Meine Güte, da habe ich halt keine Hakenkreuze. Oh mein Gott! So. Nein, aber juckt mich es halt gab halt extra, so. Extra deswegen halt. Nein, ich will jetzt keine Hakenkreuze, aber das war halt damals so ein Ding, das einfach so, oh mein Gott, das geht nicht. Wir kommen feiner mit, ja genau, also ich glaube, das ist lang genug her, dass ich jetzt nicht denke, oh mein Gott. So, Changed heißt das Game. Aufgrund ihrer Einstellung wird dieses Spiel nicht angezeigt. Aha. Allgemein nicht jugendfreie Inhalte, möchten sie da anzeigen, lieber nicht. Aber FSK 12 geratet, okay. Irgend so ein Hentai-Puzzlespiel. Wieder. I hope! Was du mir geschenkt hast. Okay, sieht aber. Es sieht bis jetzt ganz okay aus. Aber irgendein Cartoons. What? Da sind Furries in dem Game, was? Oh nee, okay, dann juckt's mich nicht. Ah, wenn's Catgirls sind, wäre okay? Ja. Fight it. Wait. Sorry. Ist das ein Furry-Schmuddel-Game? Das ist ein Furry-Schmuddel-Game wahrscheinlich. Aber es hat dafür ziemlich ass Grafik für ein Furry-Schmuddel-Game. Ich stehe nur auf Nekos. Ist der Western Lion V16? Der ist nicht ganz geil, oder? Von den Stats zumindest. Guck mal, was für Reifen drauf hat. Der ist gut. Was halte ich den? Den habe ich schon gefahren, ja. Okay. Schlammreifen. Jo, Alter, wie viel Reifen hat er denn, Alter? Uiuiuiuiuiui. Oh, warte, wenn du gerade guckst, wer die besten sind, musst du mir auch mal sagen, was wir holen. Achso, ich hab einfach die raufgebaut, die ich. So, dass sie gut sind. Ja, kann ich machen. Die J-HS2. Was ist denn besser, oder? Fähig oder umschaltbar? Bei Allrad. Fähig. Mit regulären Antrieb. Antriebsstange mit regulären. Müsst ihr mal gucken. Also, du willst bei. Job. Du würdest die besten Reifen wissen. Es ist halt. Der. Also, es ist nicht. Ey, richtig. Schmuddel ist nur der zweite. Oh, der Schwerlastkarte nicht gereicht, Ref? Dieses fette Ding hier? Das war für extrem, der ist nicht für Höhen, weißt du? Ach, der kann sich wieder ausfahren wahrscheinlich, aber für Gewicht, ja gut. Von Gewicht steht er schon, aber der andere ist einfach höher. Ja, der kann halt länger wahrscheinlich rausfahren und sowas. Ey, ich weiß es, würde ich sagen. Ich hab's nur mit dem gemacht bis jetzt. Ui, der ist auch richtig lang, Alter, geil. Ja, der hat 3 Platz oder so. Mhm. Der ist quasi cool eigentlich. Spritverbrauch wie sonst was? Na, ist okay. Der ist bei 10 minus, das ist voll. Was denn? Der Spritverbrauch ist auf höchste, was geht. Ja, dann. Geht trotzdem okay.
Mir fällt jetzt bei Charge ein, wann kommt finally. Was? Deltura Capture 3. Was ist das für Games, Dragon? Ich habe noch nie von diesen Games gehört. Deltarune Capture 3 wahrscheinlich oder so. Die keine Ahnung, wird irgendein corny Game wahrscheinlich sein. Hat er den gleichen Paintjob nur in Orange genommen. Lol, aber dann hat er gar keinen. Ich musste wirklich raufbauen. Der war sonst gar nichts. Lol. Hey, was erwartest du? Nein, freigeschaltet steht einfach, dann steht einfach da halt Fähig. Aber er hat's nicht und bei umschaltbar hat er es erst. What the heck? Meinst du Differential? Und Allrad, du musst erst alles aktiv einbauen. Wenn es fähig ist, hat er das und wenn es umschaltbar ist, hat er es nicht. Ich muss kurz die Corny Game Seite hier zumachen, Alter. Bro, lernen lesen. Ja, wann denn? Wie denn? Er hat keine Zeit, er muss immer mir so viel fällt jetzt Minecraft machen. Change Game. Die Spur hat keine Ahnung. Ich hab mein gesamtes Leben kein Schmuddelgame gezockt. Du hast keine Schmuddelgame? Och, Dragon, warum hast du keine Schmuddelgame gezockt? Das ist genauso ein Ding, wie wenn er sagt, ja, das ist ein Furry-Ding, das ist gar nichts Sexuelles. Was Treff nur, weil du gerne alles, was zwei Katzen hat, reinhalten willst, ist nicht hier der. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Das jeder, der sich, weiß ich nicht, Furry Hände macht, gleich daran interessiert, zu picken. Keine Ahnung, was? Alter. Nur wenn ich mir einen Schwanz hinter der Hose, nee, dann bumps ich ja nicht damit. Das so. Keine Ahnung. Hallo. Mann, Digga. Nein, aber Dragon muss überleiden, jedes Mal, deswegen war mir das gerade zu viel. Ja, aber weil Dragon immer so, nein, das ist nicht Sexuelles. Und wenn es was Sexuelles ist, ist auch okay. Ja, Dragon. Ich weiß. Der Truck ist aber interessant, den kann man auf jeden Fall wenigstens für Sprit bauen, wahrscheinlich aber für anderen Stuff. Für Sexuelles nämlich, ich sag's euch. Oh, der Truck wächst ja. I like it. Ich habe nie gesagt, dass sexuelle Sachen im Fandom existieren, aber nie so krass. Ah, jetzt sind wir schon so. Ja, Dragon, ja. Ich habe nie gesagt, dass es nicht existiert, aber Dragon ist ja ganz unschuldiger. Der hat keine Ahnung davon. I understand. Hallo, Max. Hallo, Rev. Ich rufe was also. What the fuck, Alter? Diese Karre ist so einfach ein Troll-Auto. Aber die fährt, aber die ist spaßig zu fahren. Es gibt auch einen Rallye-Truck, oder? Mein Gott, Spur. Es gibt einen Rallye-Truck. Ja, es gibt so eine Rallye-Map. Wolltest du irgendwelche Reifen wissen, Rev? Ach, wurscht. Ich hab auf die J2 raufgetan. Drei sind besser, die J3 mittlerweile, so hab ich gesehen. Weil du meintest, Dirt-Wert ist wichtiger als Matsch und die J3 haben ein bisschen besseren Dirt-Wert als Matsch-Wert. Deswegen J3. Okay. Also die kriegen mehr Dirt dazu, als was die Matsch verlieren und dadurch lohnt sich das mehr, finde ich. Okay. Verstehe. Na, Mirus hat gesagt, also in Matsch ist halt immer auch ein bisschen Dirt, so. Ja, alles gut. Und ich glaube, großen Unterschied merkt man wahrscheinlich eh nicht. Es sei denn, man fährt Straßenreifen. Aber ich glaube, zwischen Matschreifen wirst du, glaube ich, nie einen Riesenunterschied merken. Es sei denn, man fährt den Scout-Panzer und nicht mit seinen eigenen Reifen, denn ja. Ich finde, wir sollten nur noch mit denen hier fahren. Kannst du lange Stämme ranhängen? Ich will wenigstens lange Stämme, oder? Kannst du damit fahren? Keine Ahnung. Ich meine eigentlich den Scout jetzt hier. So geil, ja. Ich wollte dich gerade anfahren. Den Scout fahre ich sogar mit Straßenreifen. Ja. Boah, ja, Max, was? Kannst du mal richtig doll in mich reinballern? Ich wollte dich ja, aber du bist nicht denn das sicher, denn das sicher, denn Dings. Und dann machen wir den Stream aus. Da kann ich meinen Reis kochen, mir Indisch in meine Futterluke schieben. Baller in mich rein, boah. Ja, dann muss ich weißen Truck rein. Soll ich mich so hinstellen oder anders? Mach dich so hin, wie du dich bereit fühlst, Rev. Nimm dir Zeit, entspanne dich, nimm dir Zeit und ich versuche gentle zu sein, okay?
Alter, richtig rein mit den Eumel. Genau. Schieß der Dragon. Oh Gott, die Bahnbombe ist zu beschleunigen. Oh nein, die Futterluke. Ui. Oh, 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 what the fuck? Der ganze Seil ist kaputt gerissen, Alter. Digga, guck dir meinen Arsch an. Digga, ich weiß nicht, ob ich da hingucken will. Deine Arsch, oh no. Guck ihn dir an. No. Oh, der ist richtig kaputt gebeult. Boah, aber ich finde cool, dass die Autos richtig Schaden bekommen, dass die Black verbeult ist und sowas. Kennzeichen wackelt. Motor ist halb kaputt. Nicht schlecht, das ist so. Ich höre die Fehlzündung. Ich habe auch keinen Bock mehr. Alles gut, Dragon. Gruß. Haben euch alle lieb. Ich hab alle lieb. Ja. So habt einen Dejon. Ist sozusagen das Parallelversum von Undertale. Schau mal nach. Okay, das gucke ich mir noch an. Ups, falsches Ding aufgemacht. Undertale sogar? Undertune? Nee. Delta Tune. Max, die Feuerwehr! Ich muss auch ein Feuer löschen muss, Ding, ne? Ja, wo man so Wasser liefern muss und so. Delta Tune, es sieht sehr ähnlich aus. Ich habe gesehen, viele Trucks haben auch Wasser aufgebaut mittlerweile. Rune. Außer stimmt, ja, steht Rune. Aber es ist nicht so zweideutig gemacht. Ach, es ist bald verfügbar, okay. Das ist wahrscheinlich noch nicht viel drin in den Dingern. Okay. Ist jetzt nicht ein Arzt, der mir gefällt. Ich würde den ziemlich. Ich würde auf dem Gameboy laufen, so vom Arzt her, ne? Aber. Okay. Die Katzen werfen mit Wollknäuel. Sind das Katzen? Ich weiß nicht, wenn man wieder wollten durch die Luft. Okay, interessant. System Requirements von nix, Alter. Also von gar nix. Also wirklich, das läuft auf einem Taschenrechner, aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, das läuft dann auf ihrem PC, kann ich da zocken, dann wieder erstmal bitte. Ja? Hast du was gegen Taschenrechner? Ich hab die Taschenrechner auf dem Tisch liegen. Nee, Taschenrechner, hab ich gesagt. Ja, hab ich auf dem Tisch liegen. Ha, denk, kann es ja schon mal kein iPad sein. Hä? Taschenrechner. iPads haben keine Taschenrechner-App. Mittlerweile schon mit dem neuen iOS 8. Digga, wir haben einen Taschenrechner auf iPad. Guck mal, wie innovativ wir sind, Digga. Oh mein Gott, ich kann mit dem Stift Zahlen schreiben. Da rechnet sie. Oh mein Gott, wie cool. Digga. Ist iPhone nicht einfach die beste Handymarke? Hast du mir das geschickt? Wo irgendein Apple-Fanboy in die Kommentare geschrieben hat, dass Apple so cool ist, die brauchen keinen Akku, iPhones oder keine RAM. Akku oder RAM war das. Ich dachte so, RAM. Weil das Betriebssystem ist so geschrieben, es braucht keinen RAM. Das braucht nichts RAM, ja. Die sind so innovativ, die sind so cool. Schau mal nach Undertale. Ich glaube, das sagt man so actually was. Das habe ich schon von anderen Leuten gehört, dass sie das spielen, Dragon. Das sagt mir was. Ach, das ist noch so ein Game mit dem AZ, Digga. Dragon, wie viele von diesen komischen Games kennst du? Also von diesem Art-Stil. Das kenne ich doch nicht vom Stil. Ich habe das irgendwas durcheinander. Okay, ist aber nach einem legit Spiel einfach aus, so. Also nichts irgendwie Kong-mäßiges. What the? Hä? Ja. Was denn? Graves umgekippt, nö, weiß ich nicht, da war irgendwie gerade wieder Edit. Nee, ich war gar nicht drin, konnte gar nicht ich sein. Die beiden Games haben nichts zu tun. Okay. Das ist so eine Collection von solchen Games. Aber ich trotzdem würde sagen, machen wir erstmal eine Cut für heute. Ich schon was? 2 Stunden in 10 Minuten gestreamt. Sehr schön. Sehr schöne. Ich wollte noch schnell die Streiffahrt. Oh no, ich habe keine Korni. Inhalte. Das würde ich jetzt sagen. Du musst doch meine Wishlist kommen. Nee, ich hab die schon durchsortiert. Schade. Keine Hornige. Okay, aber sonst würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns wieder. Einen wunderbaren Livestream. Freitag um 8 Uhr.
Thiele! Hallöchen! Los. Sorry! Wie? Ach, Manu! Es tut mir leid! Es tut mir leid, Thiele! Aber cool, dass du da warst, aber sorry, tschüssi! Viel schönen Abend doch! Tschüss! Nein, nicht stinkt! Thiele riecht! Ich hab gehört, Thiele riecht sehr gut! Thiele riecht nur Elden Ring, das war verschwitzt! Ich hab gehört, Thiele riecht nach Monster! Ja, also tschüss!